Vielen Dank, Herr Dr. Junte. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Herr Dr. Weiß. Bitte. Ja, vielen Dank. Also der Antrag, wie er hier von den Koalitionsfraktionen gestellt wurde, ist sowohl inhaltlich als auch von der Art des Vorbringens eine Unverschämtheit. Also man merkt auch, dass Sie eigentlich gar nicht richtig darüber reden wollen, dass es Ihnen auch selbst ein bisschen unangenehm ist. Sie haben die Besprechung hier auch gar nicht selber aufgemacht, das mussten die Linken tun. Sie haben stattdessen einen Antrag zur Priorität gemacht, bei dem dann Ihre RednerInnen sagen, ach, müssen wir jetzt schon wieder hierüber reden? Also naja, was müssen Sie dann eigentlich jetzt erstmal von diesem Antrag hier denken, den Sie selbst einbringen? Inhaltlich, es ist schon einiges gesagt worden. Die Sache mit den Unterschriften, naja, Sie tun jetzt hier so, als ginge es nur darum, dass die Vorschriften, die es gibt, einheitlich von Bezirk zu Bezirk angewendet werden. Dagegen kann ja niemand was haben. Aber wenn die bestehenden Vorschriften einheitlich angewendet werden, dann müssen die bestehenden Vorschriften dazu nicht geändert werden. Dann muss nur die Umsetzung der Vorschriften geändert werden. Hier, Innensenator. Ja, okay. Innensenator, jetzt geht er gerade wieder, hat auch die Kompetenz dazu, Ausführungsvorschriften zu machen. Sie ändern die Substanz der Vorschriften. Sie erhöhen in der Substanz die Anforderungen. So. Das ist unstrittig. Und das bedeutet eben auch faktisch eine faktische Erhöhung des Quorums, weil es dazu führen wird, zwangsläufig, dass der Anteil der ungültigen Unterschriften steigt, das faktische Quorum steigt mit. Und wenn es Ihnen wirklich nicht auch darum gehen würde, dann könnten Sie das Quorum ja einfach entsprechend absenken, gleichzeitig mit der Änderung, die Sie hier vorschlagen. Tun Sie aber nicht. Also erhöhen Sie das Quorum faktisch. Das ist das eine. Ja. Das ist das eine. Und auch die anderen Änderungen, die Sie da vorschlagen. Ich meine, ich glaube nicht, dass es bis jetzt ein Problem war im Umgang mit der direkten Demokratie in dieser Stadt, dass der Senat nicht genug Möglichkeiten hat, seine Position darzustellen. Das ist nicht meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wenn es Ihre Erfahrung ist, dann haben Sie irgendwas nicht mitgekriegt in den letzten Jahren. Ich bin ja fast schon geneigt, das zu begrüßen an der Stelle, was Sie vorschlagen, weil es vielleicht dazu beitragen könnte, da Transparenz reinzubringen, wie viel der Senat eigentlich dafür ausgibt, seine Position zu werben. Aber ich wüsste auch gerne, von welcher Rechtsprechung des Berliner Verfassungsgerichts Sie da eigentlich reden in Ihrer Antragsbegründung. Ja, da steht Verfassungsgericht. Da steht Verfassungsgericht. Wenn es um was anderes geht, schreiben wir was anderes rein. Aktenzeichen sind dort nur vom Verwaltungsgericht Darmstadt und aus Bayern aufgeführt. So. Können wir ja gerne noch mal ein bisschen Detail diskutieren. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist jetzt auch noch nicht angesprochen worden in der Diskussion. Sie erwähnen da nicht nur den Senat, sondern das Abgeordnetenhaus. Das Abgeordnetenhaus soll öffentliche Mittel ausgeben dürfen, um seine politische Position zu einem Volksentscheid zu bewerben. Das steht da drin. Die Öffentlichkeitsarbeit des Abgeordnetenhauses. Soll ich mir das so vorstellen, dass ich dann auf www.parlamentberlin.de oder .berlin gehe und dann steht da ein großes Banner, stimmen Sie beim Volksentscheid mit Nein? Die Öffentlichkeitsarbeit des Abgeordnetenhauses ist doch nicht dazu da, die politische Mehrheit des Abgeordnetenhauses zu vertreten. Dafür sind die Fraktionen da, die Einzelabgeordneten. Ich muss gerne mal wissen, was Sie da meinen, was Sie da für eine Kiste aufmachen wollen. Und ganz allgemein gesprochen, wir hatten in diesem Haus schon vor noch nicht so lange, aber schon einiger Zeit eine größere Diskussion zum Thema Reform der direkten Demokratie, der sehr viele verschiedene Punkte angesprochen wird. Wir haben dazu aus der Opposition neben verschiedenen anderen Anträgen, die wir auch in der Vergangenheit schon angebracht haben, auch umfangreiche Vorschläge gemacht, zu denen wir auch gehofft haben, weil es auch aus Ihren Reihen, da ist auch Herr Salé nochmal anzusprechen, entsprechende Vorträge gab, dass man da ja gesprächsbereit war, da kam nichts. Wenn das, was Sie jetzt vorlegen, das die Antwort darauf sein soll, ja, dann gute Nacht. Weil das ist nun wirklich, da setzen Sie sich selbst an den Stellen, wo Sie das Abstimmungsgesetz direkt anfassen. Wirklich beschäftigen Sie sich ja wirklich nur mit den Aspekten, die irgendwie dazu geeignet sein könnten, den Zugang zur direkten Demokratie ein bisschen zu erschweren oder es allgemein dem Senat ein bisschen leichter zu machen. Und nicht mal mit den Sachen, die im direkten Zusammenhang dazu stehen, beschäftigen Sie sich. Nur mal ein Beispiel. Sie haben davon geredet, Chancengleichheit bei dieser Broschüre.
dass da die Positionen alle gleich dargestellt werden. Wir haben ja schon darüber geredet, mal, ob es nicht sinnvoll wäre, in dieser Broschüre nicht nur die Position des Senates und die Position des Abgeordnetenhauses, die ja meistens identisch sein werden, denn das Abgeordnetenhaus trägt ja in den Senat mit seiner Mehrheit, sondern auch Positionen der Oppositionsfraktionen aufzuführen. Und der Senat selbst hat in seiner Vorlage zur Olympia-Befragung, ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, aus bekannten Gründen, hat in seiner Vorlage genau diese Regelung vorgesehen. Und nicht mal das, obwohl Sie jetzt sogar über Chancengleichheit in dieser Broschüre reden, nicht mal das greifen Sie jetzt hier in Ihrem Antrag auf. Es geht Ihnen am Ende nur darum, naja, gut, Sie haben schon recht, ich will nicht sagen, Sie legen dem ganzen Steine in den Weg, Sie versuchen es halt mit so ein paar Kieseln, die Sie irgendwie aufgeschnappt haben, aber was ganz klar wird aus dieser Vorlage von Ihnen, ist in dieser Legislatur definitiv nichts mehr zu erwarten, was die Weiterentwicklung der direkten Demokratie angeht, und das ist schade. Vielen Dank, Herr Dr. Weiß. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Es wird die Überweisung des Gesetzesantrags federführend an den Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung und mitberaten an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Die Tagesordnungspunkte 6 und 7 stehen auf der Konsensliste. Ich komme nun also zum Tagesordnungspunkt 7 Groß A. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales und dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache mit der Nummer 1724/91. Zum Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 1721/01, Geflüchteten den Zugang zu Gesundheitsleistungen gewähren. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. In der Beratung beginnt die Piratenfraktion. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Reinhardt. Bitte sehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde es relativ kurz machen. Wir haben ja in den letzten Wochen in den verschiedenen Ausschüssen zu dem Thema beraten. Und ich finde es gut, und das will ich auch gerne lobend sagen, dass wir hier als Parlament aller Voraussicht nach heute Klarstellung beziehen für faire Gesundheitsleistungen für geflüchtete Menschen in Berlin. Da könnten wir jetzt klatschen, weil das sozusagen alles gemeinsam beschlossen wird heute. Ich will noch mal zwei, drei Punkte sagen, warum das wichtig ist. Und zwar zum einen ist es natürlich so, dass eine Zweiklassenmedizin, die unterteilt in bestimmte Gruppen von Geflüchteten oder unterteilt in Gesundheitsversorgung von Geflüchteten und von anderen Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmenden, nicht akzeptabel ist. Und gleichzeitig kommt noch hinzu, dass wir gerade hier in diesem Bereich das Problem haben, dass die Ausgabe der Krankenscheine, diese quartalsmäßig verteilt wurden, über die Verwaltung des Landes Berlin unnötige Belastung auch der Verwaltung des Landes bedeutete. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Magalski. Herr Magalski, natürlich. Bitte. Herr Kollege Reinhardt, sind Sie mit mir der Meinung, dass der Sozialsenator sich dessen mal annehmen sollte und dem auch lauschen sollte, was hier diskutiert wird? Herr Kollege Magalski, da der gleichzeitig auch der Gesundheitssenator ist und auch um Gesundheitspolitik geht, denke ich, dass das sicherlich angemessen wäre. Ja? Er hat soeben den Raum betreten. Das ist ja schön. Dann kann ich fortfahren. Und zwar natürlich geht es auch darum, die Verwaltung des Landes Berlin zu entlasten. Dieses ständige Anstehen von Geflüchteten für diese Quartalsscheine sind unnötige Arbeit, die man letztendlich einfach anders administrieren kann. Und die Gesundheitskarte ist ein sinnvoller Weg dorthin. Zusätzlich kommt dann noch der Punkt, dass die Auswahl, welche Krankheiten nun eigentlich einer Behandlung bedürfen, nicht einer Verwaltung obliegen dürften. Das ist eine ärztliche Fachfrage. Und dass das bisher auch von Verwaltungsangestellten entschieden werden musste, war falsch und hat auch noch eine weitere zusätzliche Belastung bedeutet. Insofern ist es, kann ich nur noch mal wiederholen, richtig, dass wir heute voraussichtlich diesen Antrag dann in abgeänderter Form beschließen können. Und ich finde es auch richtig, dass der Senat, Senator Chaya, ja die Einführung der Gesundheitskarte für spätestens Anfang 2016 schon angekündigt hat und es auch Bewegung auf Bundesebene gibt. Das heißt, auch dort eine bundeseinheitliche Regelung abzusehen ist. Das finde ich gut. Man könnte jetzt noch mal die Frage stellen und fragen, warum kommt die eigentlich erst jetzt? Die erste Lesung war immerhin im Februar. Und eigentlich hatten wir damals schon ein Einvernehmen, zumindest klang das so aus den Reden heraus, dass das notwendig und sinnvoll und auch effizient in der Arbeitsbelastung ist. Trotzdem hat das ziemlich lange gedauert. In Hamburg und Bremen gibt es das immerhin schon seit vielen Jahren. Und Herrn Senator Chaya ist das Thema Gesundheit ja aus seiner eigenen parlamentarischen Karriere traditionell auch sehr wichtig. Trotzdem hat es sehr lange gedauert.
Und diese Frage will ich jetzt gar nicht stellen und mich auf das Positive konzentrieren und auf die anstehenden Herausforderungen. Die sind nämlich auch jetzt noch vorhanden. Es ist tatsächlich so, dass bis die Gesundheitskarte dann doch letztendlich eingeführt wird, die Geflüchteten, auch die, die jetzt schon registriert sind, am Landesamt extreme Probleme haben. Und zwar die Leute, die dort stehen und eigentlich einen neuen Krankenschein bekommen würden oder müssten, die haben dort zum Teil extrem lange Wartezeiten. Und zum Teil ist es dann auch so, dass sie einen Krankenschein bekommen, der dann nur bis zum Beispiel jetzt Ende des Quartals gilt. Das heißt, sie müssten dann im Januar schon wieder hin. Und deswegen haben wir jetzt nochmal zwei Lösungsvorschläge ausgearbeitet, von denen wir uns erhoffen, dass Sie, Herr Chaya, da vielleicht auch ein offenes Ohr für haben. Eine Möglichkeit wäre, dass man eine Übergangsregelung schafft, und zwar, dass die Geflüchteten, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einen Krankenschein bekommen am Landesamt, diesen Krankenschein nicht nur bis Ende Dezember bekommen, sondern dass der länger gilt, also zum Beispiel mindestens bis Ende Januar oder vielleicht noch ein bisschen länger. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man die Krankenscheine, die sonst nur am Lager so verteilt werden, an die Unterkünfte faxt und dass man die dort dann eben auch direkt vor Ort verteilen kann, sodass man dort nicht zum Landesamt fahren muss, um die Scheine zu beantragen. Auch das würde nicht nur den Geflüchteten das Sicherheitsgefühl geben, dass für ihre Gesundheitsleistung gesorgt wird, sondern auch die Verwaltung entlasten, die momentan eh schon viel zu überarbeitet ist und kaum hinterher damit kommt, die Registrierung vorzunehmen und dann eben auch noch für diese Gesundheitsleistung verantwortlich ist. Insofern, das wären unsere Vorschläge für die Übergangsphase, die wir die nächsten Monate noch haben werden. Ansonsten wiederhole ich nochmal, vielen Dank für die voraussichtliche Zustimmung. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Isenberg. Bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, die medizinische Versorgung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in Berlin und Deutschland ist schlecht momentan. Sie ist lückenhaft, sie ist auf einem für unsere Verhältnisse völlig inakzeptablen Niveau, wenngleich natürlich besser als oftmals in den Herkunftsländern der Menschen. Aber das darf ja nicht der Wertmaßstab sein, sondern unser Wertmaßstab muss sein und ist, wie können wir eine humane gesundheitliche Versorgung nach unseren Standards sicherstellen, als Teilhabe der Menschen, die wir willkommen heißen, nach ihrer anstrengenden Flucht in diesem Lande. Und deswegen bin ich froh, dass der Gesundheitssenator das, was wir als SPD ja auch schon bei unserer Fraktionsklausur beschlossen hatten im Januar, nach langen Prüfen jetzt aufgegriffen hat und eine Umsetzung verspricht, dass wir endlich eine Chipkarte bekommen, die hier eine wesentliche Entbürokratisierung, eine Entlastung des Personals auch beim Lageso sicherstellt, aber auch den Status der Menschen verbessert in der Frage, wie sie versorgt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam dieses auch würdigen und auch evaluieren. Und auch das sagt der Antrag ja ganz klar. Wir wollen Ende des Jahres auch hören, woran hapert es bei der Einführung der Chipkarte, wo stehen wir da und wie können wir auch die Senatsverwaltung und die Bezirke unterstützen und die Rahmenbedingungen noch besser machen, um hier zu einer besseren Versorgung zu kommen. Lassen Sie uns gemeinsam heute, was ja auch nicht so üblich ist, diesen Antrag im Parlament beschließen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir das tun, müssen wir auch, glaube ich, sehen, dass es in Deutschland verschiedene Lager gibt, was die Frage der gesundheitlichen Versorgung gibt. Der eine oder andere sagt, lasst uns das Minimale organisieren, damit der öffentliche Gesundheitsschutz auch unter epidemiologischen Sichtweisen gesichert ist. Und der andere möchte eine humane Versorgung haben, während wiederum Dritte sagen, dass das, was ich als human bezeichnen würde, eine Motivation wäre, nach Deutschland zu kommen, sich hier einzunisten. Und liebe Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ich glaube, wir müssen heute auch das Signal hier aussenden. Keiner kommt nach Deutschland, nur weil er eine hohe medizinische Versorgung haben möchte, sondern sie ist das, was wir existenziell bieten müssen. Und das betrifft auch diejenigen Menschen, die hier ohne Aufenthaltsstatus sind. Auch die Menschen haben ein Recht auf eine vernünftige Versorgung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Problem haben wir nicht angesprochen mit dem Antrag und es bleibt bestehen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, im Rahmen der Haushaltsberatungen und auch der gemeinsamen Arbeit in der Koalition hier die ein oder andere humanitäre Verbesserung zu erzielen, die vielleicht auch mehr sein muss, als nur einen Fonds für Geburten aufzustocken. Es ist ja so, dass auch die Krankenhäuser häufig auf diesem Budget sitzen bleiben.
Und ja, wir müssen uns überhalten und darüber unterhalten, wie der Regierende es ja tut, über die Frage, wie kommen Menschen in ihre Länder zurück. Aber sie sind hier und dürfen nicht auf der Straße verenden. Und das bedeutet auch, der öffentliche Gesundheitsdienst muss weiter ausgebaut werden. Wir dürfen die Bezirke nicht allein lassen mit der Infektionsabwehr, mit dem Infektionsschutz. Wir dürfen die Eltern nicht allein lassen in der Angst, dass vielleicht demnächst Masern- und Grippewellen rüberschwappen. Und ich glaube, da haben wir als Parlament, aber auch in der Verwaltung, hat man viel zu tun, um den hier Vertrauen noch aufzubauen. Abschließend mein großes Dank an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne die diese Barfußmedizin, die wir leider derweil teilweise haben, an den Aufnahmeeinrichtungen nicht gefüllt werden könnte. Und auch das ist für mich, ich darf sagen, nicht wirklich verständlich, wie wir nach so vielen Monaten immer noch so weit sind, nicht eine vernünftige Erstversorgung aus meinem Verständnis heraus weder in den Aufnahmeeinrichtungen noch am Lages und anderswo organisiert zu haben. Ich glaube, diese Baustelle müssen wir auch in dieser Legislaturperiode noch schließen, um hier gemeinsam das Wohl der Menschen zu verbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Isenberg. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Thomas. Bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Kollege Isenberg, ich kann fast alles eins zu eins wiederholen, werde ich aber nicht tun. Ich will zuerst beginnen mit einem Dank an Herrn Reinhardt, der, als er hier diesen Antrag eingebracht hat, war ich zuerst sehr besorgt, will das gerne zugeben. Deshalb haben wir den auch nicht eingebracht, weil ich Sorgen hatte, dass dieser Antrag dazu führen würde, dass das hier abgelehnt wird und damit das Thema tot ist. Das ist zum Glück nicht passiert. So, deshalb war richtig. Ich war mutig, ich war ehrlich gesagt besorgt darüber. Ich freue mich, dass wir uns heute stehen und tatsächlich jetzt am Ende sagen können, zumindest das, was, egal ob man wann, wer was eingeführt hat und wer hätte das alles machen können. Immerhin hat der Senator jetzt versprochen, wie der Kollege Isenberg schon gesagt hat, am 01.01.16 geht es los. Deshalb, Kollege Isenberg, habe ich an einer Stelle aber sehr genau zugehört. Sie haben gefragt oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass uns der Senat bis Ende des Jahres berichten soll und dann formuliert, welche Probleme es bei der Einführung gibt. Das möchte ich nicht wissen, weil ich möchte eigentlich bis dahin wissen, wie es denn jetzt läuft und welche Sachen ich mache. Ich hoffe, wir sind uns da einer Meinung. Nicht, dass wir jetzt das der Anfang dafür war, was ich immer noch befürchte, weil ich ja auch weiß, was es da für Probleme im Hintergrund gibt, das wirklich einzuführen. Sei es drum. Was ich aber eigentlich gerne machen möchte, ist, ich habe diesen Antrag, der veränderten Antrag, auch deshalb zugestimmt, weil es da eine Formulierung gibt, die auf die Bundesebene hinweist. Und das ist mir ehrlich gesagt jetzt in dem Zusammenhang besonders wichtig, weil das, was wir gerade erleben auf Bundesebene, ist eine Diskussion, die auch, und Kollege Isenberg, da sind wir wirklich einer Meinung, die wirklich mir Angst macht aus der Perspektive heraus, dass es offensichtlich auch wiederum die Bestrebungen gibt im Gesundheitsbereich, also sprich sozusagen bei der Frage medizinischen Versorgung, zu definieren, welcher Flüchtlinge ist uns was wert. Und ich kann das noch nicht sagen, weil da fehlen uns die Gesetze, die ja noch kommen. Aber das, was wir zumindest hören oder was ich zumindest höre, deutet darauf hin, dass es nur das, was bisher gesetzlich vorgegeben ist und das auch noch durch eine Rahmenvereinbarung konkretisiert werden soll, die mir noch nicht vorliegt, die aber es zumindest sehr wahrscheinlich sein lassen wird, wenn ich die ganze Diskussion, die ansonsten gerade in dieser Republik stattfindet, was da aus Bayern kommt, teilweise auch aus diesem Haus ist, was man alles tun muss, um die vermeintliche Attraktivität zu mindern, damit die Flüchtlinge da nicht kommen. Wenn das auch für den Gesundheitsbereich gelten sollte, dann kann ich nur sagen, ist für mich wirklich Ende der Fahnenstange erreicht. Jeder definiert das bitte für sich. Für mich ist das ganz klar bei der medizinischen Frage der Reihe. Und ich befürchte fast, im schlimmsten Fall, ist das, was Hamburg und Bremen erreicht hat, das wird es sozusagen über die Gesundheitskarte und die Einigung auf Bundesebene sogar eher wieder zurückgehen. Das heißt sozusagen, dass wir am Ende die schon vorausgeschritten sind, weniger machen können, als es zurzeit der Fall ist. Ich kann nur deshalb darum intensiv bitten, und Herr Senator, da haben Sie nun wirklich eine größere Mitsprache, als ich das habe, darauf hinzuwirken,
dass auf Bundesebene bei dieser Rahmenvereinigung dieses nicht passiert. Ich möchte, dass es eben nicht nur darum geht, dass es zu einer Vereinfachung kommt. Das ist immerhin was, wenn die Flüchtlinge nicht mehr regelmäßig, sondern nur einmal im Jahr dorthin gehen. Das will überhaupt keiner bestreiten. Aber wenn das alles ist und wenn insbesondere der Punkt noch reinkommt, dass die Flüchtlinge, anders als in Bremen und Hamburg, um es konkret zu machen, eben nicht in ihrem Ausweis drinstehen haben, haben einen Asylbewerberstatus. Wenn das reinkommt und wenn das verpflichtend drin ist und damit alle Ärztinnen und Ärzte nämlich wieder wissen, was tatsächlich real, wen ich da vor mir habe. Nein, es ist in Hamburg nicht in der Karte drin. Und das ist der entscheidende Unterschied, wo ich mir sorge, dass das Hamburg im Zweifelsfall tun muss. Und wenn das passiert, ist es ein Rückschritt. Dann ist diese Bundesregelung, die so abgefeiert wird, an der Stelle ein echter Rückschritt, zumindest für Hamburg und Bremen. Und ich wünsche mir, dass wir in Berlin uns dafür alles tun, dass das nicht reinkommt in diese Rahmenverhandlungen, dass wir alles dafür tun, dass dieser Passus rauskommt, weil ansonsten befürchte ich, dass die Ärztinnen und Ärzte Angst vor den Kassen haben, was sie abgerechnet bekommen und was nicht. Ich will jetzt gar nicht auf die Details von Artikel 4 und 6 und was man alles, das sind alles Fachdiskussionen. Aber dieser Punkt, wenigstens dieser Punkt, sollte in diesem Haus einer Meinung sein, dass es uns gemeinsam gelingt, wenigstens diesen Teil wieder rauszukriegen, weil ansonsten ist es im Zweifelsfall ein Rückschritt und den möchte ich gern verhindern. Ansonsten herzlichen Dank. Wir stimmen auch zu, weil wir wirklich hoffen, dass wir da in eine Richtung nach vorne gehen und nicht zurück. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Thomas. Für die CDU-Fraktion hat nun das Wort Herr Abgeordneter Krüger. Bitte. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren. Senator Schajas Prognose lautet gemäß der Berichterstattung der Berliner Morgenpost, spätestens zum 1. Januar 2016 wird es für jeden Asylbewerber in Berlin eine elektronische Gesundheitskarte geben. Das ist erstmal eine sehr positive Nachricht. Derzeit ist zu erfahren, finden Abstimmungen zwischen den interessierten Gesundheitskassen, und es sind derer mehrere, und den betroffenen Verwaltungen statt. Es geht um die zukünftigen Abläufe und die festzulegenden Umsetzungsschritte. Auch das ist logisch. Hierbei soll es zu keinen Mehrausgaben kommen. Etwas höhere Verwaltungskosten können durch Rabatte der Leistungsanbieter ausgeglichen werden. Aber entlastet werden soll vor allen Dingen das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Die Asylbewerber müssen dann nämlich nicht immer wieder alle Vierteljahre neu vorsprechen, um einen Krankenschein zu erhalten. Das von der elektronischen Gesundheitskarte abgedeckte Leistungsspektrum umfasst die im § 4 Asylbewerberleistungsgesetz festgeschriebenen Behandlungsleistungen einschließlich der notwendigen Medikamente bei akuten Erkrankungen. Weiterhin ist die Behandlung bei chronischen Erkrankungen und Behinderungen eine Ermessensleistung nach § 6 desselben Gesetzes. Hier sind die Länder im Obligo und hier muss von Seiten der Länder, wenn man das verändern will, ein gemeinsamer Standpunkt erarbeitet werden. Anzumerken ist noch, dass nach 15 Monaten eine Asylbewerberin bzw. ein Asylbewerber gemäß dem Sozialgesetzbuch 5 dieselben Leistungen erhalten wie andere pflichtversicherte Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Auch bezüglich der Impfmöglichkeiten ist die Senatsverwaltung auf dem richtigen Weg. Bereits inoffiziell seit dem 22. September und dann offiziell seit dem 1. Oktober gibt es eine zentrale Impfstelle beim LAGESO. Sie wird erst einmal gemäß einer Vereinbarung zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin und dem LAGESO von Ärzten des Bereitschaftsdienstes im Zweischichtsystem durchgeführt. Seitdem ließen sich immerhin freiwillig ca. 2000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber zum Beispiel gegen Diphtherie, Tetanus, Masern, Mumps und Röteln impfen. Wir werden sowohl die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte als auch den Fortgang und die Organisation der Impfungen beobachten und im Ausschuss besprechen. Heute bitte ich Sie erst einmal, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete, Herr Dr. Albers. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wir werden uns bei der Abstimmung zu diesem geänderten Koalitionsantrag enthalten. Sie wollen den Senat nun in seinem Bemühen unterstützen, steht drin, nachhaltig. Die Unterstützung braucht er dann wohl auch. Den können Sie in der Flüchtlingsfrage nämlich beim Laufen besohlen. Der ursprüngliche Antrag der Piraten, den wir unterstützt haben,
enthielt die Forderung der Aufnahme aller Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in die gesetzlichen Krankenkassen. Die aber können nun mal aufgrund der Gesetzeslage, Ausnahme mitversicherte Familienmitglieder, niemanden versichern, für den keine Beiträge errichtet werden. Deshalb braucht es hier eine grundsätzliche und schnelle Regelung auf der Bundesebene. Die Chipkarte löst die Probleme der adäquaten medizinischen Versorgung eben nicht. Sie erleichtert sie, aber die Krankenhäuser bleiben auf den Kosten ebenso hängen wie die niedergelassenen Ärzte. Da greift Ihr geänderter Antrag eben zu kurz. Ansonsten steht nichts Falsches drin, aber wir brauchen nicht weitere Ankündigungen und Danksagungen. Wir brauchen entsprechendes Handeln. Ich weiß, Sie ziehen alle an einem Strang, bloß Heilmann, Dräger, Henkel und Co. offensichtlich am anderen Ende. Das haben ja nun auch die Sozialdemokraten mittlerweile verstanden. Frau Kostka, die Direktorin des Caritas-Verbandes, hat es Ihnen vor ein paar Tagen noch einmal um die Ohren gehauen. Wir haben ein Umsetzungsproblem, hat sie erklärt, auf der verantwortlichen politischen Handlungsebene. Da helfen eben weitere Absichtserklärungen nicht. Sie schieben das Problem mit der Gesundheitskarte seit Monaten vor sich her. Derweil bleiben die Krankenhäuser auf ihren Kosten sitzen. Sie wissen nicht einmal, wohin sie die stationär behandelten, nicht registrierten Flüchtlinge denn entlassen sollen. Und wenn sie sie entlassen, wissen sie nicht, wie sie sie transportieren sollen. Denn die privaten Transportunternehmen übernehmen die Kosten nicht und der grüne Schein deckt diese Kosten nicht ab. Und noch ein Beispiel, warum es schnelles Handeln braucht. Im Gesundheitsausschuss haben wir in der Diskussion zum Haushaltsentwurf über die rote Nummer 2037 erfahren, dass über den Notfallfonds zur Finanzierung von Entbindungen bei Nichtkrankenversicherten den Krankenhäusern nur ein Teil der Kosten erstattet werden kann. Auf dem anderen Teil bleiben sie sitzen. Schlimmer noch, bei etwaigen Komplikationen, zum Beispiel im Sinne der Frühgeborenenversorgung, erfolgt überhaupt keine Kostenerstattung. Die Krankenhäuser bekommen dafür überhaupt keinen Cent. In der Praxis des Alltags haben die sich also nun zu entscheiden zwischen einer Investition in humanitäres Engagement oder eine Investition in ihre bauliche Infrastruktur, denn die Gelder kommen aus dem gleichen kargen Topf. Entscheiden Sie sich für die Humanität, und Sie tun es, werden Sie dann auch noch bestraft, denn die unterlassene Investition in Ihre marode Infrastruktur wirkt sich direkt oder indirekt, früher oder später, natürlich auf Ihre Leistungsbilanz aus. Diese Leistung soll aber zukünftig das wesentliche Kriterium für die Bemessung von Geldern über die Investitionspauschale sein. Umso größer das humanitäre Engagement des einzelnen Hauses, umso weniger Geld dafür in die bauliche Infrastruktur. Welchen infamen Mechanismus setzen Sie hier hoffentlich unwissentlich durch Ihr Nichthandeln in Gang? Denken Sie da mal drüber nach. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Albers. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zum Antrag auf Drucksache 1721-01 empfehlen die Ausschüsse einstimmig, bei Enthaltung Linke, die Annahme in neuer Fassung und mit neuer Überschrift. Wer dem Antrag in neuer Fassung und neuer Überschrift im Wortlaut der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales auf Drucksache 1724-91 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Piratenfraktion. Gegenstimmen? Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? Das ist die Fraktion Die Linke. Dann ist dieser Antrag so angenommen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 7 Groß B. Dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr und dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses. Drucksache mit der Nummer 1724-92. Zur Vorlage zur Beschlussfassung Drucksache mit der Nummer 1723-37. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-92 VE. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zur Vorlage auf Drucksache 1723-37 empfehlen die Ausschüsse einstimmig, bei Enthaltung Grüne, Linke und Piraten, die Annahme. Wer der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und der CDU. Gegenstimmen? Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktion. Dankeschön. Der Tagesordnungspunkt 8 steht auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 9. Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin, Drucksache mit der Nummer 1724-74, Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnung. Von den Verordnungen hat das Haus hier mit Kenntnis genommen. Der Tagesordnungspunkt 10 war Priorität der Piratenfraktion unter Nummer 3.2.
Der Tagesordnungspunkt 11 steht auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 12. Das ist der Antrag der Fraktionen der SPD und der Fraktionen der CDU, Drucksache mit der Nummer 172477, regionaler nicht kommerzieller Rundfunk in Berlin und Brandenburg. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag auf Drucksache 172477 wird die Überweisung an den Ausschuss für Europa- und Bundesangelegenheiten Medien empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Der Tagesordnungspunkt 13 war Priorität der Fraktion der SPD unter Nummer 3.3. Tagesordnungspunkt 14 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unter Nummer 3.5. Der Tagesordnungspunkt 15 steht als vertagt auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 16. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das ist die Drucksache mit der Nummer 172481, Stärkung der sozialen und solidarischen Wirtschaft in Berlin. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat Herr Abgeordnete Ola Lovo. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, muss sich zukünftig ändern. Wir müssen zukünftig nachhaltiger wirtschaften, wir müssen zukünftig lokaler wirtschaften, wir müssen zukünftig gendergerechter wirtschaften. Das war ja heute schon auf der Tagesordnung. Die Wirtschaft muss zukünftig auch partizipativ organisiert werden, nach innen für die Beschäftigten und nach außen für die Stakeholder. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, zukünftig wollen die Menschen auch immer weniger mit Unternehmen zu tun haben, die ausschließlich auf Profit und Quartalszahlen ausgerichtet sind. Wie lässt sich das nun umsetzen? Die soziale und solidarische Ökonomie ist ein Weg dahin. Und Berlin ist einer der Schwerpunkte der sozialen und solidarischen Ökonomie in Deutschland und vielleicht auch in Europa. In bald jedem Bezirk gibt es Initiativen, Akteurinnen und Akteure sowie Unternehmungen, die ihr wirtschaftliches Handeln am Gemeinwohl statt an Profitstreben ausrichten. Der Begriff soziale und solidarische Unternehmungen oder Ökonomie umfasst dabei ein weites Feld. So geht es hier um Genossenschaften, gemeinnützige GmbHs, um Vereine, kleine Aktiengesellschaften, Kollektivbetriebe oder auch Initiativen und Projekte ohne eigene wirtschaftliche Rechtsform. Es geht aber auch um traditionelle Unternehmen, die sich dem Gemeinwohl verpflichten. Merkmal der sozialen und solidarischen Unternehmungen ist dabei ein Selbstverständnis, das wie gesagt nicht auf Gewinnmaximierung abzielt, sondern Überschüsse werden nicht privatisiert, sondern reinvestiert. Trotzdem agieren viele dieser Unternehmungen auf dem Markt. Meine Damen und Herren, die Europäische Kommission hat im Jahr 2011 die Förderung der sozialen und solidarischen Ökonomie beschlossen. Sie will die Sichtbarkeit des Sektors und die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern und den Zugang zu Finanzierungsinstrumenten gewährleisten. Das wollen wir nun für Berlin umsetzen. Und damit wollen wir nichts anderes als das, was in Frankreich bereits seit über einem Jahr geltendes Recht ist und was auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in NRW, bereits auf dem Weg ist. Und was uns hier in Berlin gut zu Gesicht steht, sind jedoch bereits viele soziale und solidarische Unternehmungen unterwegs. Vor einem Monat hat hier in Berlin der Kongress Solidarische Ökonomie stattgefunden, die Solicon. Der mit international besetzten Panels und rund 1.500 Teilnehmern die Möglichkeiten und die Vielfalt der solidarischen Ökonomie dargestellt hat, aber natürlich auch die Herausforderungen diskutiert hat. Unter anderem war der brasilianische Staatssekretär für die solidarische Ökonomie Paul Singer zu Gast, übrigens auch ein Ökonom. Meine sehr geehrten Damen und Herren, soziale und solidarische Ökonomie ist keine wirtschaftspolitische Nische mehr. In Berlin gibt es nach einer Schätzung aus dem Jahr 2006 rund 6.000 Unternehmungen der sozialen und solidarischen Ökonomie und seitdem sind sicherlich noch weitere dazugekommen. In Berlin gibt es auch beispielsweise im Wohnungssektor 200.000 Genossenschaftswohnungen. Damit leben rund 12% der Berlinerinnen und Berliner in Wohnungen, die von der solidarischen und sozialen Ökonomie angeboten werden. Aber der Senat hat für diesen Bereich der Wirtschaft kaum Zeit und Mühen übrig. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wollen wir ändern und bringen deshalb diesen Antrag ein. Im ersten Schritt wollen wir mehr wissen. Welche Unternehmen gibt es denn in diesem Sektor in Berlin? Wir wollen wissen, wie hoch ist der Anteil an der Wirtschaftsleistung in Berlin? Welche rechtlichen und Finanzierungshürden gibt es, um sie aus dem Weg zu räumen? Und wir wollen dann den Aktiven mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, wie sie ihnen gebührt. Wir wollen einige offensichtliche Hemmnisse aufheben und wir wollen einigen Hemmnissen klären, wie sie geschickt gelöst werden können.
Dazu freue ich mich dann auf die ausführliche Debatte im Ausschuss. Ich habe jetzt gehört, der Antrag soll auch in den Hauptausschuss, im Hauptausschuss besprochen werden. Das ist sicherlich sehr gut. Denn da können Sie dann vielleicht rechnen und die Vorteile erkennen. Ende 2012 stieg Berlin nämlich aus dem Netzwerk der europäischen Städte und Regionen zur Förderung der sozialen Ökonomie aus, dessen Mitglied Berlin seit 2004 war. Begründung war, ich zitiere aus der Beantwortung einer Kleinen Anfrage, die mit der Mitgliedschaft für Berlin ursprünglich erwarteten Synergien konnten nicht in dem gewünschten Maß erzielt werden. Der jährliche Beitrag, der hier hätte geleistet werden müssen, lag bei 9.000 Euro. Das ist weniger als die Hälfte des Haushaltsansatzes für Druckerkartuschen in der Wirtschaftsverwaltung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, soziale und solidarische Ökonomie ist Teil des Nachhaltigkeitskonzeptes der Agenda 2020 der Europäischen Union, die wir alle umsetzen dürfen und wollen. Es geht um wirtschaftliche Entwicklung, um gute Beschäftigung, soziale Zielsetzungen, Regionalität statt Ressourcenverschwendung und um Selbstorganisation der Betroffenen. All das hat die EU schon für uns vorgedacht. Lassen Sie uns gemeinsam beraten, wie wir die soziale und solidarische Ökonomie für die Entwicklung Berlins umsetzen und nutzen können. Vielen Dank, Herr Ulla-Lovo. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Jahnke. Bitte. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Stärkung der sozialen und solidarischen Wirtschaft in Berlin ist der Antrag der Grünen überschrieben. Ich habe ihn mir aufmerksam von hinten nach vorne, von vorne nach hinten durchgelesen. Der Sinn des Antrages, so wie er hier formuliert ist, erschließt sich auf den ersten Blick nicht, aber auch nicht auf den zweiten. Jede Menge Lyrik, wohlklingende Zustandsbeschreibungen über die Segnung von Unternehmen und Organisationen, deren hauptsächlicher Zweck nicht in der Gewinnerzielung ist, beziehungsweise deren Gewinne zur Erreichung sozialer Ziele wieder investiert werden. Ja, richtig, derartige Unternehmen, die gibt es auch und die stellten bereits im 19. Jahrhundert ein wichtiges Korrektiv innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft dar, wo eben auch Aspekte in der Landwirtschaft oder bei der Wohnungswirtschaft oder in der Gesundheitswirtschaft und so weiter realisiert wurden. Und hier, gerade in diesem Zusammenhang, ist die SPD das Original. Die Grünen versuchen hier nun eine Kopie zu sein. Erstaunlicher. Ich habe eine Zwischenfrage des Abgeordneten Ulla-Lovo. Ich weiß nicht, was es jetzt schon Zwischenfragen gibt, aber bitte. Bitte, Herr Ulla-Lovo. Lieber Herr Kollege Jahnke, ist Ihnen bekannt, dass das die Übernahme eines Antrages, der von der rot-grünen Koalition in NRW gestellt wurde und eher noch weniger Prosa als der Ursprungsantrag enthält, hier ist? Dann werden die Kolleginnen und Kollegen in NRW sicherlich bestimmte Ziele im Auge gehabt haben, die wir hier möglicherweise teilen oder nicht. Das ist hier aber jetzt nicht unser Thema, sondern wir reden jetzt hier im Moment über die Bedeutung dieser Wirtschaft im Kontext des Landes Berlin. Und Sie, und das zeigt eigentlich auch den eigenartigen Ansatz, den Sie hier gewählt haben. Sie knüpfen ja schon in Ihrer Begründung und haben das hier eben auch in Ihrer Rede getan, an der ganz obersten Ebene an der EU-Kommission, die sozusagen die den Weg freigemacht habe für diese Dinge, die wir hier seit über 100 Jahren tun und wo Berlin meines Erachtens auch gar nicht schlecht aufgestellt ist. Wenn wir Ihren Antrag mal in den einzelnen Punkten kurz durchgehen, Sie haben sicherlich recht, dass wir dies ausführlicher im Ausschuss dann tun werden, aber wenn ich auf den ersten Blick mir Ihre Forderung ansehe, dann ist zunächst das, was man früher eine kleine Anfrage nannte oder vielleicht auch die hier nicht so vermisste große Anfrage, hätte man damit füllen können, was Ihre Punkte 1 und 2 ausmachen. Diese Dinge, die der Senat hier erheben soll, dies ist eigentlich nicht Gegenstand eines Parlamentsantrages. Zum Teil haben Sie die Information interessanterweise ja selber schon genannt. Sie unterstellen in Ihrem dritten Punkt, dass die IBB einen Branchenausschlüsse oder Unternehmensausschlüsse praktizieren würde und die solidarischen sozialen Unternehmen diskriminiert würden. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern sie sind im Förderportfolio der IBB genauso berücksichtigt. Und natürlich, um zu Punkt 4 zu kommen, gilt dies auch für Gründungswillige in diesem Bereich.
Ihr Punkt 5, der umfangreichste im ganzen Antrag, befasst sich nun mit dem Vergabegesetz. Also beim Vergabegesetz haben wir in der Tat schon eine ganze Menge hineingetan, was wir an sozialen, ökologischen und anderen Forderungen hier berücksichtigt sehen wollen. Da waren wir ja durchaus auch einer Meinung zwischen SPD-Fraktion und den Grünen. Ich meine nicht, wenn wir nun noch hineingehen, bestimmte Unternehmensformen bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu bevorzugen, dass wir da auf einem guten Weg sind, könnten wir auch eventuell vor Gericht durchaus Schiffbruch mit erleiden, wie wir es ja mit früheren Forderungen im Vergabegesetz bereits hatten, die sich dann nicht durchsetzen ließen. Dann die Bundesratsinitiative. Ja, die Bundesratsinitiative ist eine nette Angelegenheit. Wir haben es ja in verschiedenen Punkten auch schon mal probiert. Ich bin für so etwas immer offen, wenn wir hier tatsächlich auf der Bundesebene eine stärkere Berücksichtigung der solidarischen Wirtschaft erreichen können, soll vom Land Berlin aus eine Initiative ergehen. Aber ich meine nicht, dass wir jetzt hier in unserem Rechtssystem, das eigentlich diesen Wirtschaftsteil bereits sehr stark berücksichtigt hat, das wirklich brauchen. Aber lassen Sie uns im Ausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Jahnke. Für die Fraktion der Linken hat das Wort Frau Abgeordnete Matuschek. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Abgeordneter Jahnke, Sie haben mal wieder Ihre Kompetenz bewiesen. Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Und Ihre ganze Rede strotzte vor Ignoranz gegenüber diesen Unternehmungen der solidarischen Wirtschaft, die übrigens sich selbst Bilanzierungsregeln auferlegen, die überaus erfolgreich wirtschaften, aber die ein Nischendasein führen, wenn es denn zum Beispiel in der politischen Debatte um diese Unternehmungen geht. Möglicherweise halten ja auch Sie, Herr Jahnke, diese ganze Debatte für Gedöns, ist ja ein sozialdemokratischer Begriff, ne, schlicht irrelevant, oder für ideologische Folklore. Solidarische Wirtschaft, die übrigens nicht verwechselt werden darf mit Sozialwirtschaft, führt in der Tat in Berlin ein Schattendasein, erfährt keine besondere Förderung, weil der besondere Wert dieser Art wirtschaftlicher Betätigung völlig unterschätzt und meist auch unbekannt ist. Beispiel hatten wir gerade. Die faktische Marginalisierung ist allerdings kein Beweis für die Irrelevanz. Im Gegenteil, hier gibt es Ansätze für Unternehmungen und Wirtschaftsformen, die Lösungsoptionen darstellen, um die allgegenwärtigen Existenzbedrohungen, Probleme einer rein renditegetriebenen Wirtschaft gar nicht erst entstehen lassen. Doch das Einzige, was im wirtschaftspolitischen Mainstream zählt, ist eben die Rendite und nicht die Nachhaltigkeit. Und nun kommen wir noch mal zu dem Höhepunkt der Ignoranz gegenüber diesem Wirtschaftsbereich auf eine Frage des Kollegen Ola Lovo zur Berücksichtigung der gemeinwohlorientierten und solidarischen Ökonomie im neuen operationellen Programm der EU, antwortete Frau Itzer 2013 hier im Plenum, dass Armutsbekämpfung ja Schwerpunkt des ESF sei und die Solidarwirtschaft daher beteiligt werde. Und das ist jetzt nicht willkürlich aus dem Zusammenhang gerissen, sondern genau in dieser logischen Verkettung von Frau Itzer gesagt worden. Daran wird aber deutlich, dass über das Wesen solidarischer Wirtschaftsformen, dort, wo die Wirtschaftspolitik unserer Stadt entwickelt und betrieben wird, Unwissenheit und Ignoranz herrschen, jedenfalls keine Kenntnis. Das muss man leider so konstatieren. Solidarische Wirtschaft hat nicht in erster Linie etwas mit Armutsbekämpfung zu tun, sondern mit einer anderen Form der Verteilung von Risiken und Profiten. Anders als in herkömmlichen Unternehmen, wo Risiken sozialisiert und Profite privatisiert werden, ist hier beides sozialisiert. Gigantische Abfindungssummen für gescheiterte Manager sind in solchen Unternehmensformen ebenso undenkbar wie die Abwälzung von Managementfehlern auf die Belegschaften oder Betriebsverlagerungen in Billiglohnländer. Wir haben die Debatte um die Unterstützung solidarischer Wirtschaftsformen im Abgeordnetenhaus nicht zum ersten Mal. In der Regel wird behauptet, diese Unternehmensformen würden, sofern sie Mindeststandards erfüllten, in allen Förderprogrammen gleichberechtigt behandelt werden und daher gäbe es gar keinen Regelungsbedarf und schon gar keinen Handlungsbedarf. Herr Jahnke sprach auch wieder so. Dieses Argument ist schlicht falsch, Herr Jahnke. Denn natürlich haben beispielsweise Genossenschaften oder Belegschaftsunternehmen
am Kreditmarkt durchaus nicht die gleichen Zugangschancen. Denn bei den großen Banken und auch den Förderbanken geht es in erster Linie um Renditeaussichten und die Sicherung derselben. Solidarische Wirtschaftsformen sind auch bei Existenzgründern eher unbekannt. Und wenn auf eine kleine Anfrage des geschätzten Kollegen Ola Lovo aus dem September 2013 geantwortet wird, ich zitiere, von den rund 1.800 Betriebsübergaben des Jahres 2012 erfolgten allerdings lediglich 26 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins und keine als Genossenschaft, dann zeigt dies zunächst nur eines, einen statistischen Fakt. Die Interpretation, dass diese Zahlen aus mangelndem Interesse herrühren, dürfte kaum validiert worden sein. Denn mit ebensolcher Legitimität ließe sich behaupten, dass es offensichtlich ein Informationsdefizit gibt. Ich meine, dass es vielmehr die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, die der Ausweitung der Gemeinwohlökonomie im Wege stehen. Aus unserer Sicht erfüllen gemeinwohlorientierte Unternehmungen den Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz in besonderem Maße und sind auch deshalb besonders förderungswürdig. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat in seiner Stellungnahme zur Gemeinwohlökonomie vom 17. September 2015 unter anderem angeregt, in allen Gemeinwohlstädten könnten Gemeinwohlschaltstellen eingerichtet werden, die die Gründung von Unternehmen fördern, die von Anfang an eine Gemeinwohlbilanz erstellen und von vornherein als Gemeinwohlunternehmen gegründet werden. Herr Janke, Sie haben jetzt hier gerade so despektierlich darüber gesprochen, dass das ja schon seit 100 Jahren so sei. Die EU-Kommission hat allen Grund, darauf besonderen Wert zu legen, dass solche Unternehmungen hier auch förderfähig und, sind und Förderung erfahren. Und darüber wollen wir gerne mit den Grünen zusammen mit Ihnen, auch Herrn Janke, reden im Ausschuss, wie wir genau diesen Aspekt, diesen wichtigen Aspekt dieser krisengeschüttelten Wirtschaft, einer Wirtschaftsform in einer Gesellschaft, die krisengeschüttelt ist, mal unterstützen können, damit wir dann tatsächlich auch zukunftsfähige Optionen finden für diese Wirtschaftsform der solidarischen Ökonomie. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Matuschek. Für die CDU-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Schulze-Berndt. Bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Ola Lovo, Frau Matuschek, wenn wir mal die oppositionsinduzierten rhetorischen Schimpfkanonaden beiseite lassen, dann sehe ich das genauso wie Sie. Ich sehe genauso, dass wie Sie, dass die bisherige Arbeit des Senats und insbesondere der Senatorin Frau Cornelia Itzer in dem Bereich der Unternehmen, die sich dem Bereich der unternehmerischen Verantwortung, der gesellschaftlichen Verpflichtung in besonderer Art und verpflichtet fühlen, beflügelt hat. Aus den Kreisen der Grünen und aller NGOs ist ganz deutlich die Anerkennung dazu zu vernehmen, was die Senatorin mit dem Aktionsprogramm Handwerk und der Vergabeinitiative an Innovationen in Berlins Wirtschaftsleben implementiert hat. Zu den verabschiedeten Maßnahmen gehört nämlich auch die massive Erhöhung der Vergabegrenzen bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Endlich haben auch die Unternehmen eine Chance, bei der öffentlichen Auftragsvergabe Berücksichtigung zu finden, die sich in besonderer Art und Weise bewusst werden, dass der Bereich Corporate Social Responsibility nicht eine Worthülse ist, sondern Unternehmensphilosophie. Heute konkurrieren doch viele Unternehmen, die sich der Corporate Social Responsibility verschrieben haben, bei Ausschreibungen mit Billiganbietern mit niedrigsten Standards, die häufig dazugeschaltete Subunternehmen haben, in Ländern mit noch niedrigen Standards. Das, was der Senat tut, ist, dass er die Unternehmen, die sich ihrer sozialen Verantwortung stellen, in besonderer Art und Weise fördern versucht. Und diese soziale Verantwortung der Unternehmen betrifft Maßnahmen, die die Unternehmen über ihre rechtliche Verpflichtung gegenüber Gesellschaft und Umwelt hinaus ergreifen. Und diese Social Responsibility, die wir wollen, betrifft insbesondere das Engagement der Unternehmen bei Arbeitsbedingungen, Einstellung von Langzeitarbeitslosen, Ausbildung von jungen Menschen, Beschäftigung von Menschen mit Handicaps, Umweltschutz, Verbraucherschutz, integrierter Produktpolitik und natürlich auch sozial-ökologische Standards in der kompletten Zulieferkette. All dies entspricht in den Augen der CDU einer nachhaltigen Firmenführung. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt viele, viele unternehmerisch tätige Personen und Unternehmen, die in diesem Bereich ganz in kleinen und stillen Gutes tun. Und denen gilt unser Dank.
Aber, meine Damen und Herren, die eine Abgrenzung zu den Standpunkten der Grünen und der Linken möchte ich ganz, ganz deutlich formulieren. Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, erwecken mit Ihrem Antrag den Eindruck, dass die ganz normalen Gewerbetreibenden, selbstständigen Unternehmen, die von ihren hart erarbeiteten Überschüssen, also den Gewinnen, ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familien bestreiten, dass diese gegenüber den Non-Profit-Unternehmen in Ansehen zurückstehen und hier im Lande nicht so gerne gesehen sind. Und diesen Eindruck müssen wir als CDU in aller Deutlichkeit zurückweisen. Wir danken all denen, die morgens aufstehen, die abends ins Bett gehen und die am nächsten Tag nicht wissen, ob sie für ihre Familien die Brötchen verdienen können. Das sind die wahren Helden des Wirtschaftslebens. Danke Ihnen. Vielen Dank. Für die Piratenfraktion hat jetzt der Kollege Morland das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Präsidium, das ist so ein grünen Antrag, sowas nenne ich immer den Radio Erevan-Antrag, der fängt immer an mit im Prinzip Ja, aber. Hier die Frage, wollen die Grünen die solidarische Wirtschaft stärken? Im Prinzip Ja, aber wir wissen noch nicht so genau, was sie meinen und sie wissen eigentlich auch nicht so genau, was das ist. Und dann haben sie wunderbar definiert. Sie haben erzählt, ja, sozial-solidarische Unternehmungen, das sind Organisationen, die nützliche Ziele und ja, in der Geschäftstätigkeit und die reinvestieren und damit soziale Dinge tun wollen, ja, die irgendwie was mit Mitbestimmung und Mitarbeiterbeteiligung oder irgendwie sozial gerecht sind. Ja, das ist eine grobe Definition, da fasst eine Menge rein. Ja, und wenn man da gerade nicht reinpasst, dann beauftragt man eine Agentur für Whitewashing. Und dann dauert das ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und dann glaubt einem das auch jeder. Ist also eine Frage, wo wir Geld rein investieren. Wenn wir ein bisschen investieren, passen wir mit rein. Super Sache. Aber was ist denn das eigentlich? Daseinsfürsorge, ja. Das freut mich erstmal, dass die Grünen öffentliche Unternehmen fördern wollen. Weil sie haben erstmal öffentliche Unternehmen angesprochen. Daseinsfürsorge, das sind öffentliche Unternehmen. Da geht es um diverse Geschichten. Eine Sekunde. Da haben wir, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen, wunderbar. Das ist alles Daseinsfürsorge, das ist alles sozial, das dient irgendwie allen und das kann aber nicht gemeint sein, weil dafür haben Sie 1600 Seiten oder 1300 Seiten des Berichts des Senat für Finanzen. Das heißt, das haben Sie wohl nicht gemeint. Aber soziale Ziele und gesellschaftlich nützliche Ziele. Jetzt frage ich mich, was ist sozial und gesellschaftlich nützlich? Ich bin in einem Verein, der fördert das Motorradhobby. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich gesellschaftlich, zumindest meinen alle Mitglieder des Vereins das. Andere sehen das anders. Was ist nützlich? Was der ADAC macht, ist nützlich aus Sicht des ADACs. Viele Autofahrer sehen das übrigens genauso, wahrscheinlich die Mehrheit. Der Allgemeine Verband für Wirtschaft in Berlin und Brandenburg sieht das auch, dass sie gesellschaftlich nützliche und soziale Ziele fördern. Außerdem sind sie auch gegen Armut. Die IHK, müssen wir nicht drüber reden. Bundesverband der Industrie, Förderverein, Unternehmerinnen und Gründerinnenzentrum Charlottenburg-Wilmersdorf. Ist es jetzt sozial und gesellschaftlich nützlich, Frauen zu fördern? Oder ist es ein Unternehmerverband und daher nicht nützlich? Wir wissen es nicht so genau. Der Verband der öffentlichen Versicherer ist auf jeden Fall sozial und nützlich. Der Ostdeutsche Strafmassenverband und natürlich auch der Chaos Computer Club und die Junge Union. Fragen Sie mal die Leute, die sehen sich auf jeden Fall als gesellschaftlich nützlich. Viele aber, von Ihnen wahrscheinlich nicht. Andere Unternehmen, die ich für völlig unnütz halte, halten Sie wahrscheinlich für äußerst nützlich. Ansonsten haben wir da Unternehmensethikrichtlinien. Das finden Sie dann bei der Deutschen Bank, Siemens, Walmart. Gar kein Problem, die sind auch irgendwie sozial nützlich. Gut, also je nachdem, wie Sie fragen halt. Und wissen was? Das geht nicht immer nach Ihnen. Es gibt Mehrheiten und die sehen das dann ganz anders. Also es gibt an dieser Stelle im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Ja, die eine Möglichkeit, das ist noch die bessere Möglichkeit, ist, Sie wissen gar nicht, was Sie wollen, produzieren eine ganze Menge heiße Luft und wollen die möglicherweise zu Windenergie verarbeiten, ist ein bisschen unklar. Die andere Variante ist, Sie betreiben hier klassische grüne Klientelpolitik. Das heißt, Sie wollen im Wesentlichen Ihre eigenen Wähler und Ihre eigene Wirtschaft fördern. Wir haben das bereits in Kreuzberg, der grüne Filz ist dort gut entwickelt. Und das machen wir jetzt nochmal auf Landesebene. Können wir gerne machen, damit sind auch die Grünen in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das Ganze könnte man auch interpretieren als eine primitive Zwickmühle für den Senat.
Ja, weil es gibt keine richtige Antwort. Es gibt insofern keine Antwort, weil die Frage so schwammig und blödsinnig gestellt ist, dass man hier keine korrekte Antwort geben kann. Nun wissen wir, der Senat kann einfach mal in NRW nachfragen. Die wissen sicherlich, wie das gemeint ist. Ansonsten fragen Sie Ihre Grünen. Auf jeden Fall werden damit Unmengen Leute beschäftigt, Gelder verbrannt, während die Verwaltungen alle darüber nachdenken, wie sie irgendwie Leute abstellen und freimachen können, um das flüchtlingsinduzierte Infrastrukturproblem in dieser Stadt zu lösen. Und dann kommen Sie mit so einem Antrag. Aber ich kann Ihnen eine Hilfe anbieten. Wir haben nämlich eine tolle Konferenz für demokratische Wirtschaft gemacht. Nein, da war kein Grüner dabei. Wahrscheinlich ist der Antrag so ein Mist geworden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine ganze Menge gute Leute. Und diese Leute, wir setzen uns einfach mehr zusammen und machen einen richtigen Antrag, machen einen Ersetzungsantrag und bringen den irgendwie gemeinsam in den Wirtschaftsausschuss ein. Was halten Sie davon? Da könnte vielleicht noch was draus werden. Danke. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-2481 wird die Überweisung an den Ausschuss für Wirtschaft, Forschung und Technologie und an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Tagesordnungspunkt 17 war Priorität der Fraktion Die Linke unter der laufenden Nummer 3.1. Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 18. Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 17-2483. Konzept zur Mobilisierung von zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in Hotels und Hostels. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Frau Kohl, bitte? Sie haben mich jetzt nicht gehört. Dann versuche ich es noch mal lauter. Entschuldigung. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 18. Antrag der Fraktion Die Linke. Drucksache 17-2483. Konzept zur Mobilisierung von zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in Hotels und Hostels. In der Beratung beginnt die Fraktion Die Linke. Frau Breitenbach, Sie haben das Wort. Und ich sehe, Sie haben mich gehört. Und er hört. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Gut, dass Sie das noch mal wiederholt hätten, sonst hätte ich es ja hier versäumt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Senator ist nicht da. Es ist gar kein Senator da. Ja, aber wie der Kollege Albers vorhin sagte, die Lücke füllt sich auch so. Möchte trotzdem gerne mit einem Zitat des Senators beginnen vom 20.08. Damals sagte Senator Chaya, wir haben uns in Berlin auf den stark erhöhten Zugang schon länger vorbereitet und damit begonnen, neue Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, um den wachsenden Flüchtlingsstrom gerecht zu werden. Das war im August. Was dabei rausgekommen ist, haben wir heute schon in der Aktuellen Stunde gehört. Moabit Hilft hat heute oder gestern noch mal eine umfangreiche Pressemitteilung gemacht, die Situation vorm Lageso erklärt. Wir wissen nach wie vor, dass ganz viele Flüchtlinge in die Obdachlosigkeit geschickt werden, dass die Unterkunftsplätze nach wie vor nicht ausreichen. Wir sind jetzt bei Turnhallen und Zelten angelandet, was der Senator noch vor einem Jahr ausgeschlossen hat. Und die ganze Stadt weiß das. Nur die Berliner CDU lebt in einer Parallelgesellschaft und blickt überhaupt nicht, was in dieser Stadt vonstatten geht. Sonst hätten sie heute ihre Politik von ihren Senatoren so nicht loben können. Jetzt hat uns ja Herr Drecker aufgefordert, denn sollten wir mal politische Aktivitäten starten. Vielen Dank, Herr Drecker, das tun wir seit geraumer Zeit, sowohl parlamentarisch als auch außerparlamentarisch, falls es Ihnen nicht entgangen ist, mit sehr vielen Anträgen. Auch die Piraten und die Grünen haben das gemacht, wurde alles abgelehnt. Nur Sie hatten bisher noch keine Idee und keinen Plan, was Sie machen wollen. Wir legen Ihnen heute... Wir legen Ihnen heute erneut einen Antrag vor, wo wir aufzeigen, wie man mit einem sehr guten Weg und möglicherweise auch relativ schnell
neuen Wohnraum für eine menschenwürdige Unterbringung für Flüchtlinge und ich sage auch gerne für andere Menschen, die darauf angewiesen sind, zur Verfügung stellen kann. Ich komme noch mal zurück. Wie werden denn geflüchtete Menschen in die Obdachlosigkeit geschickt? Das ist relativ einfach. Man geht zum Lageso, stellt sich dort in eine lange Schlange, möglichst viele Tage, erhält irgendwann einen Hostelgutschein und wird auf die Reise in diese Stadt geschickt, sich ein Hotelzimmer zu suchen. Dies scheitert in der Regel, weil ganz wenige Hostelbesitzer überhaupt noch bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Warum? Weil das Lageso nicht mehr in der Lage ist, zeitnah, wie Herr Schayer gerne sagt, zeitnah seine Rechnung zu bezahlen. Die Hostelbesitzer warten mehrere Monate darauf, dass sie das Geld kriegen und sagen, vielen Dank, das brauchen wir nicht, davon können wir nicht leben. Kann man ihnen übrigens nicht für übel nehmen. So, deshalb sagen wir mit unserem Antrag, der Senat soll jetzt endlich mal mit Betreibern von Hosteln reden. Er soll auch mit der DEGOHE, also dem Hotel- und Gaststättenverband, reden darüber, ob es möglich ist, weitere Kontingente für die Unterbringung von Flüchtlingen anzumieten. Das könnte relativ schnell gehen und, meine Damen und Herren, es hätte übrigens für alle Seiten ausgesprochen große Vorteile. Der Vorteil für die Flüchtlinge wäre, sie würden einen Hostelgutschein erhalten, den sie einlösen können, und man würde ihnen im Übrigen auch sagen, in welche Richtung sie gehen müssen und wo sie ein Hostel finden. Die Betreiber der Hostels und der Hotels hätten eine planbare Größe und würden jedes Mal Ende des Monats auch ihr Geld bekommen und müssten nicht immer zittern, dass sie den Monat nicht mehr überlegen wegen der Außenstände. Der Senat hätte auch einen Vorteil davon. Er könnte nämlich endlich mal zeigen, wie er die Beschäftigten in dem Lageso entlastet und nicht immer noch was draufpackt. Die müssten denn nämlich nicht immer diese elenden, zeitraubenden Einzelabrechnungen machen, sondern könnten einfach das Kontingent abrechnen und hätten mehr Zeit, um was anderes zu tun. Und zu guter Letzt würde man damit endlich all den unseriösen Hostelbesitzern, die noch ein Stockbett und noch ein Stockbett und noch ein Stockbett in ein Zimmer stellen und jedes Mal 50 Euro pro Tag, pro Person mehr kriegen, denen würde man endlich das Handwerk legen. Und wenn man das möchte, dann finde ich, sollten Sie jetzt unserem Antrag mal zustimmen. Die paar von der SPD haben vielleicht noch zugehört. Die CDU war wieder in ihrem Paralleluniversum und hat es gar nicht mitgekriegt. Aber das würde tatsächlich jetzt mal etwas verändern. Vielen Dank, Frau Breitenbach. Frau Radziwill für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Elke Breitenbach, ja, ich bin ganz bei dir, bei Ihnen. Den unseriösen Hotelbesitzern muss auf jeden Fall das Handwerk gelegt werden, weil das kann nicht sein, dass hier auf Kosten der Flüchtlinge manche sich bereichern wollen. Und auch das füllt neben den vielen Artikeln, die sonst zur Flüchtlingspolitik geschrieben wird, auch die Überschriften und die Artikel. Das wollen wir so nicht. Und deswegen hat, soweit ich das gesehen habe, und ich hoffe, ich habe es richtig gesehen, am Dienstag der Senat eine Vorlage in seiner Beratung, nämlich eine Vorlage, in der die Qualität von Flüchtlingsunterbringungen gesichert werden soll. Und ich gehe davon aus, dass das die Beratung zu den Hostels auch Teil dessen ist. Nach meinem Kenntnisstand, und ich habe heute noch mal Rücksprache mit dem Senator gehalten, ist der Kern des Antrags, nämlich mit den Betreibern, mit dem Verband des Hotel- und Gaststättengewerbes zu sprechen, dass es erfüllt. Es hat ein Gespräch stattgefunden. Herr Ahlert vom Lageso hat entsprechend auch dort Gespräche geführt. Und es wird dahingehend jetzt geregelt werden, dass dort auch Kontingente wohl vorgesehen werden. Details kann ich jetzt hier leider auch nicht zu nennen, aber ich finde zumindest die Idee und diese Vorgehensweise sinnvoll. Und, Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Reinhardt? Des Kollegen Reinhardt. Ach, wir werden wahrscheinlich am Montag das Gleiche wieder im Ausschuss besprechen, aber fragen Sie mal.
Frau Kollegin Ratzi, das kriegt ja keiner mit. Der Ausschuss ist ja nicht so gut besucht, leider. Da müssen wir uns mal überlegen, Herr Kollege, woran das liegt. Und wie wir das ändern können, genau. Vielleicht ja auch an den Qualitäten der Fragen, die Sie dort stellen. Bitte keinen Dialog. Herr Reinhardt, stellen Sie Ihre Frage, bitte. Frau Kollegin Ratzewitt, ich kenne die Quelle leider nicht. Können Sie mal kurz die Webseite sagen, auf der ich die Senatsbeschlüsse vom nächsten Dienstag finde und, oder kurz den Inhalt skizzieren? Ich habe nachgefragt, ob Sie sich damit befassen. Ich kenne leider auch den Inhalt nicht, aber ich finde schon, dass ich mit Ihnen diese Information teilen könnte. Und deswegen ist es doch gut, wenn ich mit Ihnen kollegial diese Info teile. Vielleicht kriegen wir ja am Montag im Ausschuss noch mehr Details. Ich glaube, diese Frage war jetzt nicht an mich gerichtet, sondern an den Senator, und der hat das verneint. Wunderbar, dann haben wir all die Fragen jetzt geklärt. Die Frage im Kern dieses Antrages, ob entsprechend mit Betreibern von Beherbergungsbetrieben gesprochen wird, mit dem Verband entsprechend gesprochen wird, die ist zumindest den bisherigen Informationen, die ich bekommen habe, erstmal positiv zu bejahen. Das ist auch gut, dass dort gesprochen wurde. Und der Senat hat in seinem Unterbringungskonzept bisher beschlossen, dass die Unterbringung in den Hostels und Pensionen sukzessive reduziert werden soll. Und von nach meiner Information bis Ende August waren 1.600 Personen in Hostels, ist diese Zahl zurzeit bei etwa 1.400. Nun kann man das gut oder schlecht finden, aber grundsätzlich ist darauf zu achten, dass wenn wir Menschen in Hostels und Pensionen unterbringen, sie dort eine gute und ordentliche Unterbringung bekommen und nicht Menschen unwürdig untergebracht werden, eingeengt werden und entsprechend auch über ihre Kosten nochmal Geld und Profit gemacht wird. Ich denke, dass wir hier zügig mit dem Vorschlag des Senats modulare ergänzende Bauten noch zu haben und weiterhin bessere Flüchtlingsunterbringung zu organisieren, auch dieses Problem langfristig beheben werden. Man muss sich aber auch vor Augen halten, innerhalb eines Monats im September sind allein 16.000 Menschen nach Berlin gekommen, die eine Unterbringung brauchten. Und wir mussten leider eben auch von dem, was wir nicht haben wollten, nämlich Turnhallen zu besetzen, auch runtergehen. Und wir mussten, um die Menschen nicht draußen auf die Straße zu entlassen, auch solche Unterkünfte zeitweise annehmen. Nun ist es aber eben auch so, liebe Elke, man kann ja auch den Menschen nicht vorschreiben und sie zwingen. Wir wissen ja auch, dass manche in diese Unterkünfte kommen und dann dort auch einfach weiterziehen, ohne dass wir wissen, wo sie sind. Ich hoffe, dass wir hier bei der Erfassung andere Wege gehen können, einen besseren Überblick haben werden, demnächst auch mit der Veränderung mit der Bundesallee, sodass dort hoffentlich alle dann registriert werden und wir den Menschen besser helfen können. Vielen Dank. Dankeschön. Für die Fraktion Die Grünen jetzt bitte Frau Bayram. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie sich heute die Pressemitteilung von Moabit Hilft anschauen, dann will ich einen Teil daraus zitieren. Da steht zum Beispiel drin, mit Genehmigung des Präsidenten: Familie mit Babys liegt auf dem kalten Beton. Menschen ohne Unterkunft irren durch die Stadt, schlafen jede Nacht woanders oder unregistriert in Zelten, Parks oder bei Bekannten in überfüllten Wohnungen. Sie werden von Hostels trotz amtlicher Unterbringungsscheine nicht mehr aufgenommen oder nach wenigen Tagen wieder vor die Tür gesetzt. Aufgrund großer Zahlungsrückstände und wirtschaftsunzumutbarer Zahlungsziele. Das ist die Realität im Lande Berlin. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, ich finde das unerträglich. Kinder sollten in weichen Betten statt auf Beton schlafen. Erwachsene auch, da gebe ich recht. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Kollege oder welche Kollegin das gesagt hat, aber es ist wirklich noch mal besonders schmerzhaft zu sehen, die Kinder, auch vielleicht für mich als Mutter, die wir sonst schützen, die wir in anderer Form und schlafen legen, dass die auf dem kalten Beton schlafen. Na, wie dem auch sei, jedenfalls ist ein zentrales Problem,
dass die Hostels schlecht sind, teilweise. Und teilweise ist eben auch das Problem, dass die Rechnungen der Hostelbetreiber nicht bezahlt werden. Und der Antrag, den die Linksfraktion hier gestellt hat und die Kollegin Breitenbach vorgestellt hat, der ist ja von bestechender, schlichter Schönheit, muss ich mal feststellen. Den würde ich gerne zusammenfassen mit dem Satz: Mit Betreibern von Beherbergungsbetrieben reden kann helfen. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, warum ist denn dieser Senator da mal wieder nicht alleine drauf gekommen? Denn dass wir darüber reden, dass die Menschen mit diesen Kostenübernahmescheinen keinen Schlafplatz finden, das ist ja schon über ein Jahr, über zwei Jahre, ich habe aufgehört zu zählen. Aber das Interessante finde ich, heute habe ich ja erfahren, nicht nur von der Kollegin Radziwill, dass das Lageso ja mit denen spricht. Und zwar spricht das Lageso mit denen, mit den Hostelbetreibern und sagt dann: Ach, ihr habt einen Kostenübernahmeschein über 50 Euro, aber ihr geht doch nicht davon aus, dass ihr für die Übernachtung vom Lageso auch 50 Euro bekommt. Und die Verhandlungssituation ist ja denkbar gut, wenn die Hostels kurz vor der Pleite stehen, weil über ein halbes Jahr keine einzige Rechnung gezahlt wurde. Und dann wird noch zusätzlich Druck ausgeübt und dann wird halt gesagt, ach, und wenn Sie künftig weiterhin Geflüchtete unterbringen wollen, dann müssen Sie den Preis von 20 oder 30 Euro akzeptieren, weil sonst kommen Sie auf die schwarze Liste und dann können Sie überhaupt keine Flüchtlinge mehr unterbringen. Meine Damen und Herren, das ist doch Teil dieses organisierten Versagens dieser Behörde in der Verantwortung von dem Senator Chaya. Und da sage ich auch klipp und klar, schämen Sie sich dafür, Herr Senator Chaya. Ich will auf keinen Fall, dass auf dem Rücken von Geflüchteten Gewinne erzielt werden. Ich will, dass es faire Bedingungen gibt, wo den Hostelbetreibern vorher klar gesagt wird, wie sind die Bedingungen, dass dieses Hostel überhaupt akzeptiert wird und dass dann auch klar gesagt wird, wie viel Geld die dafür bekommen. Aber wenn das vorher klar angesagt wird, dann muss nachher das Geld auch bezahlt werden. Und das ist doch ein Minimum an Standard, auch im Umgang mit Partnern, von denen jedenfalls, so habe ich es verstanden, die Kollegin Breitenbach in ihrem Antrag redet, wenn sie eben sagt, setzen Sie sich zusammen, verhandeln Sie auf Augenhöhe und schaffen Sie danach reelle Chancen, dass Menschen in Beherbergungsbetrieben im Lande Berlin untergebracht werden und nicht irgendwelche Fantasie-50-Euro-Hostelgutscheine, für die es dann im Zweifel keinen Cent gibt oder viel weniger. Das haben weder die Flüchtlinge noch die Hotelbetreiber verdient, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion jetzt der Kollege Krüger. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich darf am Anfang präzisieren, wir reden hier heute über Hotelzimmer, wir reden über Hostels und wir reden über Pensionsplätze, damit die Unterschiede klar sind. Selbstverständlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, darf es bei der Mobilisierung von Unterbringungsmöglichkeiten für eine noch immer stark wachsende Zahl von Asylbewerbern keine Tabus geben. Allerdings müssen die aktuellen und zukünftigen Maßnahmen, und darauf lege ich großen Wert, rechtlich einwandfrei, qualitativ vertretbar und auch kostenerträglich sein. Deshalb waren bisher Gutscheine für Hostels immer nur eine letzte Möglichkeit zur Überbrückung kurzer Zeiträume. Die nicht sofortigen Zahlungen waren der zu geringen personalen Ausstattung im Lageso, aber auch der notwendigen nachträglichen Prüfung geschuldet, ob alles mit rechten Dingen zugegangen und berechnet worden war. Und zu oft gab es Presseberichte, die ja gerade auch von Ihnen immer wieder angeführt wurden,
zu Überbelegung und katastrophaler Qualität angebotener Räume. Auch zeigte sich im Nachhinein bei der Prüfung, dass einige Hostels und Pensionen dem Land zum Beispiel höhere Preise abverlangten, als sie von Touristen in ihrer Internetpräsentation zum selben Zeitpunkt verlangt haben. Deshalb bleiben wir dabei. Eine Zwischenfrage der Kollegin. Nein, ich möchte keine Zwischenfragen zulassen. Deshalb bleiben wir dabei, dass die Unterbringung in landeseigenen und durch das Land kontrollierten Einrichtungen grundsätzlich vorzuziehen ist. Es besteht doch am Ende die Gefahr, dass bei Hostels und Pensionen nur solche Kapazitäten angeboten werden, die auf dem Touristenmarkt selbst unter recht anspruchslosen oder anspruchsarmen Nachfragern keine Abnahme finden, dann aber dank sicherer Steuermittel und fester Kontingentabmachung mehr als angemessene Profite für die Betreiberinnen und Betreiber abwerfen. So erklärt sich auch, dass die Senatsverwaltung, ich halte das für richtig, in den letzten Wochen trotz der enorm wachsenden Zahl der ankommenden Asylbewerber die Zahl derjenigen, die vorerst in Hostels untergebracht wurden, deutlich verringert hat. Zu einigen, und das muss hier auch gesagt werden, wird ja mal so getan, als ob es da keine Gespräche gäbe, zu einigen qualitativ akzeptablen Hostels gibt es Kontingentvereinbarungen, die ein vertretbares Preis-Leistungs-Verhältnis festlegen, vorgegebene Kriterien erfüllen und auch von der BUL schon jetzt geprüft werden. Und lassen Sie mich abschließend noch eine Bemerkung machen, die vielleicht einigen hier nicht passen wird. Wenn tatsächlich ein schmales Hotelzimmerkontingent zum Beispiel mit der DEHOGA verabredet werden würde, stellte sich bis auf wenige Ausnahmen, die ich gerne zugestehen will, die Frage, wer nun in eine Notunterkunft kommt und wer in einem Mittelklasse-Hotel Aufnahme findet. Dass es da massive Auseinandersetzungen unter den Betroffenen geben wird, ist klar absehbar. Abgesehen davon, dass für eine Hotelunterbringung der Asylbewerber die Berlinerinnen und Berliner selbst bei bestem Willen kaum Verständnis haben werden. Alles weitere im Ausschuss. Danke Ihnen. Für eine Zwischenbemerkung hat jetzt Frau Kollegin Breitenbach das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehen Sie, Herr Krüger, das meinte ich, als ich gesagt habe, die Berliner CDU lebt in einer Parallelgesellschaft. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, wie die Situation in dieser Stadt ist. Und Sie haben ganz offensichtlich keine Ahnung, wie die Menschen in dieser Stadt untergebracht sind. Seit 3 Jahren fordern wir hier abwechselnd mit den anderen Oppositionsparteien, dass es endlich Flüchtlingsunterkünfte mit definierten Standards, die vertraglich vereinbart sind und die kontrolliert werden, dass das endlich eingeführt wird. Seit 3 Jahren, Herr Krüger, liebe CDU, lehnen Sie all diese Anträge ab, ohne dass sich irgendwas verändert hat. Herr Krüger, bitte, wo sind denn die landeseigenen Unterkünfte, von denen Sie sprechen? Es gibt die 6 Container. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber zu streiten. Ich weiß, wie toll Sie sie finden und Sie wissen, wie bescheuert ich die finde. Mehr haben Sie nicht geschafft. Jetzt stehen wir, und ich habe Ihnen das letzte Mal schon gesagt, Sie sagen immer, der Senat bemüht sich redlich und nichts passiert. Und Sie sagen immer, Sie haben letztes Jahr gesagt, jetzt steht aber der Winter vor der Tür und wir müssen gucken, wie wir die Wintersituation meistern. Und jetzt sage ich Ihnen, der Winter steht vor der Tür, wir sind bei Turnhallen und bei Zelten angekommen und kein Ende ist absehbar. Und wir haben Ihnen einen umsetzbaren Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag würde bedeuten, dass man diesen unseriösen Hostelbetreibern das Handwerk legen kann, weil man schickt die Leute nicht los mit einem Blankogutschein, sondern man sagt ihnen, wir haben ein Kontingent in Hotel Hostel XYZ, da kannst du hingehen, dort kriegst du ein Zimmer. Das, Herr Krüger, ist der Unterschied. Das ist ein Plan. Der hat Sinn und Verstand. Das haben wir Ihnen vorgeschlagen.
alles andere, was Sie hier machen und was Sie erzählen, ist ein unglaublich großer Quark und stimmt mit der Realität nicht überein. Und das wissen Sie. Vielen Dank. Ja, bitte schön, Herr Kollege Krüger, dann können Sie erwidern. Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich dann bitten, doch auch die Plätze einzunehmen oder die Gespräche draußen zu führen. Besser wäre, die Plätze einzunehmen. Ja, verehrte Frau Kollegin, Ihre von Markigkeit strotzenden Worte führen doch aber nicht daran vorbei, dass in den letzten Monaten von Seiten des Senats durch den gesamten Wechsel in der Konzeption der Unterbringung und selbstverständlich angefangen von den Bauten, die Sie hier so abfällig angesprochen haben, über die jetzt im Haushalt stehenden Planungen im Bereich einzelner Fertigelemente, es Stück für Stück vorangeht, dass es andere Immobilien gibt, die ertüchtigt werden. Sie erwarten immer alles auf einen Schlag. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Und wenn Sie auf der einen Seite, immer wieder in der letzten Zeit die Hostels kritisiert haben, Sie jetzt aber plötzlich als die Lösung aus dem Boden heben, dann ist doch das nicht ganz richtig. Denn es gibt doch jetzt schon mit einigen dieser Hostels Verträge. Da kann man ja sehr wohl weitermachen. Und trotzdem bleibe ich dabei, die bessere Lösung ist, wenn wir vom Staat aus kontrollierte Unterbringungsmöglichkeiten anbieten können. Vielen Dank. Jetzt hat für die Piratenfraktion Herr Kollege Reinhardt das Wort. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag hat ja, wie schon gesagt, nur einen schlanken Satz, mehr Kontingente an Hostelwohnungen. Da will ich noch mal sagen, das ist natürlich höchstens eine Übergangsregelung. Wohnungsunterbringung ist richtig und notwendig und Hostelunterbringung ist zu vermeiden. Hostels haben keine pädagogische Betreuung, keine Kochmöglichkeiten, die Flüchtlinge dort haben keine feste Anschrift, es gibt keine Familie- und kindergerechte Unterbringung. Das heißt, das ist natürlich nicht das Nonplusultra. Ich denke, an der Stelle sind wir uns schon mal einig. Aber die Sache ist natürlich, dass wir momentan nicht hinterherkommen mit angemessenen vielen Wohnungen, mit der Wohnungsvermittlung, mit der Herrichtung von Gebäuden und auch mit dem Bau von neuen Unterkünften. Ich finde es wirklich unsäglich, dass wir hier immer noch Immobilien haben, die angeboten wurden, nachdem Senator Chaya ja öffentlich darum gebettelt hat, dass die BIMA endlich mit Immobilien rausrückt, die immer noch nicht geprüft wurden. Dass wir hier immer noch nicht hinterherkommen, diese Prüfung vorzunehmen und dann diese Immobilien herzurichten. Und Herr Krüger, diese modularen Unterkünfte, die jetzt im Haushalt auch drinstehen, das ist ja richtig. Aber wo sind die denn? Erstmal brauchen wir Grundstücke für diese Unterkünfte. 36 waren geplant. 36 Grundstücke sollten von den Bezirken bereitgestellt werden. Der aktuelle Stand war, dass 4 Grundstücke bereitgestellt wurden. Vielleicht sind es jetzt schon 6 oder 8, aber die Anzahl von Unterbringungsplätzen, die über diese modularen Unterbringungsplätze bereitgestellt werden sollten, der ist doch völlig illusorisch. Kein Mensch, weder Finanzsenat noch Sozialsenat, weiß, wo diese Grundstücke herkommen sollen für diese Immobilien, die zwar an Mitteln schon im Haushalt drinstehen, aber von denen völlig unklar ist, wann die wie gebaut werden können. Also insofern, das kann ewig dauern und wir müssen jetzt nochmal schauen, wie wir dort Zwischenlösungen finden. Das stimmt allerdings. So, insofern, wo der Antrag recht hat, was sich jetzt entwickelt hat, ist noch schlimmer als die Hostelunterbringung, wie sie grundsätzlich und theoretisch gedacht war. Die Ausgabe von Blanko-Hostelgutscheinen an die Geflüchteten hatte katastrophale Folgen. In der Regel sind diese dann zu mehreren Hostels hingegangen, wollten dort untergebracht werden, wurden abgewiesen, das Verfahren ist zu kompliziert, das Landesamt zahlt nicht oder nicht zeitnah. Die Folge war dann, dass halt diese Flüchtlinge in die Obdachlosigkeit gerutscht sind oder durch Ehrenamtliche untergebracht wurden. Und auch hier will ich nochmal meinen Dank aussprechen für die vielen, vielen Menschen, die in den letzten Monaten hier Menschen untergebracht haben, die ihre Wohnung bereitgestellt haben und die Menschen unterstützt haben, weil die zum Beispiel am Lagi so gestrandet waren. Aber diese Hostels, die sich hier zum Beispiel eine dicke Tasche machen mit den Flüchtlingen oder diese Hostels, die Flüchtlinge ablehnen, das ist doch letztendlich alles ein Rahmen, den diese Regierung hier bereitstellt. Es ist doch so, dass letztendlich diese Angebote und diese Ausnutzung, die
durchgeführt wird, auch durch den Bedarf entsteht. Das heißt, wir müssten sofort dazu übergehen, die Ausgabe von wertlosen Hostelgutscheinen zu stoppen. Es kann doch nicht sein, dass wir weiter den Leuten diese Gutscheine in die Hand drücken, in dem Wissen, und das auch noch Verwaltungsarbeit erfordert, in dem Wissen, dass diese Menschen mit den Gutscheinen nicht unterkommen können. Das funktioniert doch nicht. Insofern, die Kontingente könnten dieses Problem tatsächlich beheben und tun es auch zum Teil schon. Und insofern spricht der Antrag in dem Bereich auch einen wichtigen Punkt an. Ja, soweit mir bekannt ist, führt der Senat auch schon Gespräche, um die Anzahl der Hostelgutscheine zu reduzieren und die Kontingente zu erhöhen, beziehungsweise um mehr Gruppenbelegungsverträge zu erreichen. Das ist jetzt in den letzten Monaten auch schon geschehen. Okay, also insofern gehe ich davon aus, dass die Gespräche, die hier skizziert werden, auch tatsächlich stattfinden. Aber ich will noch mal ein weiteres Problem ansprechen, was genau durch diese Kontingenzverträge auch offensichtlich wieder neu entsteht. Und dazu kann ich Ihnen allen nur die Dokumentation der Weiß empfehlen, die seit gestern tagsüber online ist und in der das auch skizziert wird. Nämlich, es wird dort ein Hostel porträtiert, das City 54 in Berlin-Mitte. Dort werden offensichtlich statt der eigentlich 280 Unterbringungsplätze für Touristen mittlerweile bis zu 850 Unterbringungsplätze für Geflüchtete angeboten. Da können Sie sich ja an zwei Fingern abzählen, dass das nicht funktionieren kann. Also wenn 280 Touristen dort unterkommen, kann man nicht einfach 850 Flüchtlinge dort unterbringen und so tun, als wenn das irgendwie kein Problem darstellen würde. Es sind Menschen wie du und ich und die haben Anspruch darauf, auf den gleichen Quadratmeterzahl mit dem gleichen Mindeststandard und mit dem gleichen Anspruch untergebracht zu werden. Diese Beispiele ließen sich jetzt ewig fortsetzen. Es gibt ja auch dieses Hostel im Kaulsdorf, das ist tatsächlich der Wahlkreis von Mario Chaya persönlich. Ich denke, er wird mit dem Fall betraut sein. Aber das Problem bleibt offensichtlich bestehen. Es gibt bei den Hostels, unabhängig davon, ob die jetzt per Gutschein untergebracht werden oder ob es dort Gruppenbelegungsverträge gibt, keine Kontrollen. Es gibt dort keine Mindeststandards. Und das ist das, was sich jetzt ändern muss. Und Frau Kollegin Ratzewil, die auch schon nicht mehr hier ist, wahrscheinlich anderes zu tun, wenn das am nächsten Dienstag im Senat besprochen werden soll, das ist schön, dann freue ich mich darauf, das zu lesen. Aber der Jetzt-Stand, der Status quo, der ist eine Katastrophe. Da muss sich was ändern. Und wenn das durch diesen Antrag geschehen kann, gerne. Ansonsten bin ich für alle Optionen offen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 1724/83 wird die Überweisung an den Ausschuss für Gesundheit und Soziales empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 18a, dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 1724/88, Bundesliegenschaften unverzüglich für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzbar machen. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag auf Drucksache 1724/88 wird die Überweisung an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 18b, dringlicher Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 1724/89, alle Flüchtlinge willkommen heißen, gegen eine Politik der Ausgrenzung und Diskriminierung. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag hat die antragstellende Fraktion die sofortige Abstimmung beantragt. Die Koalitionsfraktionen beantragen dagegen die Überweisung federführend an den Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung und mitberatend an den Ausschuss für Europa- und Bundesangelegenheiten, Medien. Hierüber lasse ich zuerst abstimmen. Wer den Überweisungen zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Gegenstimmen, die Oppositionsfraktionen, Enthaltung keine. Damit ist die Überweisung beschlossen. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 18c. Dringlicher Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 1724/90 BER, Mängel beheben statt Luftschlösser bauen. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Otto, bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, der BER ist manchmal aus der Wahrnehmung verschwunden, obwohl er viel Geld kostet. Und immer wenn er dann wieder auftaucht, sind wir erschrocken. Dann sind wir erschrocken, was da für Probleme
plötzlich ans Tageslicht kommen und wundern uns. Wir sind gerade in den Haushaltsberatungen. Und wenn man so in den Fachausschüssen jetzt die zweiten Lesungen mitverfolgt hat, da wird manchmal über 5.000, 10.000, 100.000 Euro Beträge lange gestritten, gefeilscht. Und wenn man dann daneben sich vorstellt, dass für den Flughafen die nächsten 2,6 Milliarden, viele Leute wissen gar nicht, wie viel Nullen eine Milliarde hat. Wenn da die nächsten 2,6 Milliarden angemeldet sind in Brüssel, meine Damen und Herren, dann ist das schon beängstigend. Jedenfalls für unsere Fraktion, die weiß, dass wir eigentlich den Berliner Anteil hier im Land, in diesem Haushalt, in dieser Situation der Stadt viel besser brauchen könnten. Und dann kriegen wir einen Schreck, wenn wir in der Zeitung lesen, der Bauausschuss des Flughafens hat getagt in Schönefeld. Und nebenan ist das Terminal gesperrt worden. Und die lesen dann zwei Tage später in der Zeitung, oha, hier ist ein statisches Problem im Dach. Das liest auch der Landrat und erlässt einen Baustopp. Und irgendwann kommt dann raus, das ist alles nicht so dramatisch. Und da sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, das ist ja zu hoffen, dass das nicht dramatisch ist. Und das kann ja auch sein, dass das ganz simple technische Fragen sind. Aber was daran dramatisch ist, dass drei Jahre nach der Absage 2012 diese simplen bautechnischen Probleme nicht behoben sind, das ist der Skandal. Ob das die Lüfter betrifft oder die 600 Wände oder vielleicht waren es auch nur 60, niemand weiß das so genau, das ist eigentlich egal. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Flughafengesellschaft, die Geschäftsführung, aber eben auch unser Aufsichtsrat, und Herr Henkel ist ja hier, das Projekt nicht im Griff haben, dass sie einer geordneten Abarbeitung der Mängel, dass sie das bisher nicht organisieren konnten, sondern dass sie zugucken, was da passiert, und genauso wie wir, man denkt ja immer, die wissen mehr, genauso wie wir auch in der Zeitung lesen von den Problemen. Das ist die Schwierigkeit, und das macht uns sehr viele Sorgen. Ich habe schon über die Kostengrößenordnung hier anfangs etwas gesagt. Und was passiert denn noch? Sie generieren damit eine öffentliche Debatte über den Abriss des Terminals. Sie generieren eine öffentliche Debatte, ob das Ding überhaupt jemals fertig wird. Sie generieren eine öffentliche Debatte über die Standortfrage, die eigentlich seit 20 Jahren geklärt ist. Warum kommt das so? Weil Sie es nicht schaffen, den Flughafen in Gang zu bringen, und weil Sie es auch nicht schaffen, uns als Parlament und der Öffentlichkeit überhaupt zu vermitteln, dass es vorangeht. Es geht nicht voran. Es bleibt stehen, und das können wir uns hier nicht noch jahrelang angucken. Das Krisenmanagement seit 2012 verdient ja diesen Namen nicht. Der Einzige, der von Ihnen geholt wurde, um tatsächlich mal technisch das Ding durchzusehen, war der Herr Ammann im Sommer 2012. Der hat angefangen, eine lange Liste zu machen. Dann kam der Herr Medorn und hat gesagt, das dauert uns zu lange. Wir beschäftigen uns nicht mit Mängeln, sondern wir bauen. Und dann hat der Herr Medorn da möglicherweise irgendwas gebaut. Keiner weiß so genau was. Und der Herr Ammann ist entlassen worden und das ganze Ding ist stecken geblieben. Inzwischen sieht es so aus, dass der Herr Ammann der Einzige war, der halbwegs einen Überblick sich selbst, der Flughafengesellschaft und hoffentlich auch dem Aufsichtsrat verschaffen konnte. Und deshalb bitten wir Sie, meine Damen und Herren, dass wir den Senat hier auffordern. Tatsächlich diese Liste, wir haben, das sei hier mal eingeschoben, wir haben im Untersuchungsausschuss mal nach dieser Liste gefragt. Und wir haben so ungefähr 10 Ordner bekommen. Und ich habe gedacht, das sind historische Dokumente. Und jetzt stellt sich raus, das sind keine historischen Dokumente, sondern das ist ein Arbeitsmittel, mit dem Herr Mühlenfeld und die anderen Techniker der Flughafengesellschaft endlich mal arbeiten müssten und alles das, was da an Fehlern und Mängeln aufgeführt ist, abarbeiten. Darum muss es gehen. Das haben wir in diesem Antrag hier geschrieben. Wir wollen, dass tatsächlich
die Flughafengesellschaft sich einen Überblick verschafft, was ist schon geschafft und was nicht. Wir hoffen, dass möglichst viel schon geschafft ist. Aber die Vorgänge der letzten Wochen trüben diese Hoffnung und lassen uns ahnen, dass bisher der Abarbeitungsstand ganz unten ist. Und das, meine Damen und Herren, kann nicht so weitergehen. Sie wissen alle, jeder Tag kostet 1 Million Euro. Und wenn Sie überlegen, denken Sie mal noch an Ihre Haushaltsberatung jetzt im Bildungsausschuss, im Sozialausschuss, was man mit 1 Million Euro machen könnte. Meine Damen und Herren, das geht nicht so weiter. Wir wollen Klarheit haben und wir bitten den Senat und insbesondere Herrn Henkel als Aufsichtsrat dafür zu sorgen. Dankeschön. Vielen Dank für die SPD-Fraktion. Jetzt Herr Kollege Ströter. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Otto, Ihr Antrag heißt ja Menge beheben statt Luftschlösser bauen. Das ist ein typischer Antrag von den Grünen, der ist schon deshalb falsch, weil Sie natürlich beides machen müssen. Sie müssen Menge beheben, aber Sie müssen auch Erweiterungsmaßnahmen für den Flughafen einplanen. Das mag Sie nicht interessieren, uns interessiert es. Es ist erkennbar, dass in den Monaten vor der geplanten Eröffnung am BER im Mai 2012, so lange ist es ja leider schon wieder her, erhebliche Fehler in der Baumaßnahme entstanden sind. Und durch das verantwortungsvolle Handeln der Geschäftsführung um Herrn Schwarz, ich kann sagen, ich habe ja damals vor seinem Rücktritt schon frühzeitig gefordert, als andere noch hier anderswo standen, sind insbesondere bezogen auf die Entrauchungsanlage, aber auch in vielen anderen Bereichen so viele Mängel entstanden, die leider nur nach und nach wieder behoben werden können. Auch wir als Fraktion sind darüber entsetzt, wenn zum Beispiel Rauchventilatoren eingebaut werden, die doppelt so schwer sind wie geplant und damit die Baustelle am Terminal tagelang gesperrt war. Man fragt sich, wer hat diese Aufträge gegeben? Wieso sind 5 Ventilatoren doppelt so groß bestellt? Und wie wurden eigentlich die Kosten abgerechnet für diese 5? Insofern, und das ist das Einzige, wo ich Ihnen zustimme, Herr Otto, das Ziel des ehemaligen Geschäftsführers Herrn Ammer in den Jahren 2012, 2013 war richtig, eine ausführliche Mängelliste aufzustellen und die nach und nach abgearbeitet werden musste. Die Qualität von Herrn Medorn war eher eine andere, der stand für Sprint, aber die Frage ist, was bei dem Sprint rausgekommen ist. Insofern teile ich Ihre Auffassung zu Herrn Ammann eindeutig. Auch wir kritisieren, dass neben der Kompliziertheit der Entrauchungsanlage offenbar auch einfachste bautechnische Dinge nicht ordnungsgemäß gelöst worden sind. Und ich will auch sagen, der Auftritt von Herrn Mühlenfeld, sowohl im Landtag in Brandenburg als auch im Berliner Abgeordnetenhaus, wer dabei war, war teilweise wenig hilfreich, weil er für Verwirrung gesorgt hat. Aber Herr Otto, um das auch so deutlich zu sagen, die Probleme werden nicht dadurch gelöst, indem Abriss- oder Standortdebatten geführt werden. Und Herr Otto, Sie führen sie hier. Sie sagen, andere führen sie, aber Sie nehmen es in den Mund. Und damit führen Sie diese Debatte entsprechend selbst. Sondern die Mängelliste muss abgearbeitet werden, in der Flughafen so schnell wie möglich betriebsfähig sein. Wir gehen davon aus, dass das möglich ist, dass die Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017 stattfinden kann. Dies erwarten, da will ich immer daran erinnern, insbesondere die 300.000 betroffenen Anwohner in den Bezirken Pankow, Reinickendorf und Spandau um diesen überlasteten Flughafen Tegel herum. Die Geschäftsführung des Flughafens BR hat dafür in erster Linie Sorge zu tragen, dass keine weitere Verschiebung der Eröffnung des BR erforderlich ist. Hierzu gehört auch der Aufsichtsrat und der muss natürlich seine Kontrollfunktion wahrnehmen. Und wir sind dankbar, dass der regierende Bürgermeister ja den Aufsichtsratsvorsitz übernommen hat. Das ist kein Wunschkonzert und auch mit Staatssekretär Lüttke Dardorp als kontrollierende Stabsstelle dort entsprechend tätig ist. Und auch Bürgermeister Henke sitzt ja mittlerweile seit 4 Jahren in diesem Aufsichtsrat. Und wir gehen davon aus, dass die gesamte Koalition gemeinsam an der Eröffnung des BER arbeitet. Da hat mich dann schon gewundert, der Kollege Evers wird ja nachher mir sprechen. Ich hatte manchmal die Gefühl, Evers, Sie sind schon in der Opposition angekommen, weil Ihre Kritik, die Sie dort sehr einseitig gemacht haben, mit einem Umfeld der CDU noch zusammen, fand ich nicht gerade so passend. Will ich Ihnen auch mal an der Stelle relativ deutlich für meine Fraktion sagen. Ja, gerne. Unabhängig von der Eröffnung des BER muss trotzdem jetzt Vorsorge geleistet werden, dass der Flughafen in der enormen Nachfrage nicht schon bei der Eröffnung zu klein ist. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo die Debatte gab, der Flughafen ist zu groß. Da sind wir ja lange vorbei. Die Zahlen sind gestiegen, wie sie gestiegen sind. Ob sie auf Dauer allerdings so steigen, mache ich mal ein paar Fragezeichen, aber sie werden weiter steigen. Deshalb ist die Ertüchtigung von Schönefeld-Alt erforderlich und weitere Maßnahmen gegebenenfalls ebenso. Es wäre geradezu fahrlässig,
dies nicht zu tun, sondern es ist Aufgabe von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, entsprechende Beschlüsse zu fassen. Dies immer unter dem Gesichtspunkt, Herr Otto, dass die Eröffnung des BR nicht durch die geplanten weiteren Erweiterungsmaßnahmen gefährdet wird. Oberstes Ziel ist, die Baustelle muss fertig werden. Der BR muss im zweiten Halbjahr 2017 in Betrieb gehen. Und es wäre in dem Zusammenhang schön, Herr Otto, wenn die Grünen statt unnötige dringliche Anträge, weil ich weiß leider gar nicht, was hier dringlich ist, zu stellen, sich diesem gemeinsamen Anliegen schließen, fertig bauen und anschließend erweitern. Das wäre der richtige Zug. Danke sehr. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke jetzt Frau Matuschek. Bitte schön, Frau Kollegin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Antrag ist ja drückt ja eine gewisse Hilflosigkeit aus. Hilflosigkeit, die uns alle befällt, wenn wir auf dieses Projekt BER schauen. Drückt aber auch eine gewisse Hilflosigkeit dessen aus, dass wir keine große Anfrage mehr haben. Denn normalerweise könnte man nach der alten Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses über eine große Anfrage Antworten erwarten, die der Senat dann auch pflichtgemäß und hoffentlich der Wahrheit entsprechend beantwortet hätte. Dieses Instrument haben wir nicht mehr. Kleine Anfragen haben wir nach wie vor in der Form der schriftlichen Anfrage. Die werden regelmäßig nicht beantwortet. Herr Delius wird mir recht geben. Also ist ja der Antrag der Grünen hier die hilfsweise per Antrag ausgedrückte das Bemühen, hilfsweise per Antrag die Antworten zu erhalten, die man gerne erhalten möchte. Das mal dahingestellt. Über den Flughafen zu reden, mache ich jederzeit mal gern. Und ich glaube nur nicht, dass man durch den noch so vielen Bericht, durch den Senat, durch Politikerbriefe an die Abgeordneten, durch Medienberichterstattung oder was auch immer, Beratung im Ausschuss XY, Auskünfte erhält, die tatsächlich in ihrer Gänze dem Auskunftsanspruch nachkommen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass diejenigen, die da jetzt die Verantwortung tragen, in der Geschäftsführung wie im Aufsichtsrat, es auch nicht besser wissen oder, und das ist jetzt eine Vermutung, auch gerne Sachverhalte in die Öffentlichkeit pusten, die dann ablenken von den tatsächlichen Fehlern, Mängeln, die nach wie vor in diesem Projekt sind. Und weil hier Herr Ammann so toll gelobt wurde, Herr Ammann hat diese Baustelle lahmgelegt, und zwar richtig lahmgelegt. Herr Ammann hat befreundete Firmen reingeholt, die auch alle für viel Geld dafür Zeugs gemacht haben und keiner weiß so richtig, mit welchem Ergebnis, jedenfalls den Bau nicht vorangebracht haben. Das muss man ja mal konstatieren. Und es sind nach wie vor viele Firmen dort gebunden, die freuen sich über jeden Tag Stillstand, die freuen sich über jeden Tag Verzögerung, weil die Verträge offensichtlich so ausgestattet sind, dass Stillhaltezeiten bezahlt werden. Und das, was da jetzt an Geld abfließt und noch abfließen soll, worüber es ja Nachfinanzierungsbegehren gibt, das ist intransparent für das Parlament, da gebe ich den Grünen recht. Aber es tut sich auch herzlich wenig an einer wirklich tiefgründigen Aufklärung der Sachverhalte, die dort heißen Geldverschwendung an diesem Projekt. Und da kommen wir auch durch solche Anträge eben nicht weiter. Und der Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Herrn Klaus Brunner? Ach, wir sind am Ende des Tages. Ich will Sie auch nicht länger aufhalten, als wir eh schon hier sitzen müssen. Ich meine schon, können das gerne hinterher im Dialog klären. Ich meine schon, es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht geklärt, also nicht abgearbeitet worden. Es gibt diese Mängellisten in verschiedenen Varianten und die Abarbeitung der Mängel, der Baumängel, also der Leistungen, die dort erbracht wurden, die eigentlich in die Gewährleistungspflicht auch der Firmen, die dort schon Geld kassiert haben, fallen, das stockt und hängt nach.
Und diese verklebten, die vermörtelten und nicht verklebten Brandschutzwände sind nur ein Aspekt davon. Und von den Ventilatoren war 2010, haben wir im Untersuchungsausschuss klären können, dokumentiert. Da muss ein Statiknachweis erfolgen. Dieses war dokumentiert bei der PGBBI, die man davongejagt hat. Allerdings ist offensichtlich dieser Plan in der großartigen Dokumentation des Projektsteuerers wie des Flughafens irgendwo verschütt gegangen. Keiner hat mehr raufgeguckt. Jetzt schreien alle, hallo, hallo, warum hat das doch keiner mitgekriegt? Wieso hängen da falsche Ventilatoren dran? Hätte man die Dokumentation, die man damals hatte, nicht weggeschmissen, sondern aufbewahrt und systematisiert, dann hätte man das nämlich schon 2010, 11, 12, 13, 14 längst in Ordnung bringen können. Herr Ströter, hat man nicht. Man muss sich fragen, warum hat man nicht? Und nun geht es schon wieder weiter. Jetzt werden wieder neue Aufträge ausgelöst. Man kommt dann wieder auf das große Thema, machen wir diesmal alles richtig mit dem Generalunternehmer, der macht uns das Schlüssel fertig. Liebe Leute, die Kompetenz auf der Bauherrenseite, die eigene Kompetenz auf der Bauherrenseite, das ist das A und O, sowohl bei der Abarbeitung der Mängel als auch bei der Neuauftragsvergabe für die Zukunft. Und da gibt es nach wie vor erhebliche Mängel, nur das klären wir nicht durch große, kleine oder schriftliche Anfragen an den Senat. Vielen Dank, Frau Kollegin. Jetzt für die CDU-Fraktion Herr Kollege Evers. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja inzwischen gute Tradition, dass die Grünen hier dünne Anträge zum BER vorliegen, anstatt konstruktive Beiträge zu leisten. Ich lasse mal kurz Revue passieren, was in den letzten Monaten so alles stattgefunden hat. Da haben Sie einen Baubeirat gefordert, ohne uns genau zu erklären, was der eigentlich tun soll. Nächster Antrag war, glaube ich, ein externes Controlling-Gremium, das neben das Flughafen-Controlling und Aufsichtsrat noch gestellt werden sollte. Und diesmal ist es dieser Antrag, von dem ich nicht genau weiß, was eigentlich sein Inhalt ist, den Sie uns vorlegen. Es könnte eine kleine Anfrage sein, es hätte auch vielleicht eine große sein können, wobei Frau Kollegin Matuschek, Sie, glaube ich, die Einzige hier im Haus sind, die das vermissen und vielleicht auch die Einzige, die früher erhellt nach diesen großen Anfragen aus dem Haus ging. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es dann so erschöpfend und umfassend der Fall ist, wie Sie es jetzt vielleicht in beschönigender Erinnerung haben. Also was soll dieser Antrag? Sie möchten Berichte bekommen. Dann melden Sie mir Besprechungspunkt für den Bauausschuss an. Da gehört das Thema nämlich hin. Wir werden es hier im Plenum sicherlich nicht erschöpfend behandeln können. Da hätte es dieses Verfahren getan. Aber nein, Sie möchten uns hier kurz vor Feierabend noch mit dem BER beschäftigen. Dann tun wir Ihnen den Gefallen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, all die Informationswünsche, die Sie artikulieren in Ihrem Antrag, die sind berechtigt, die treiben auch uns um, die treiben auch die Koalition in Gesamtheit um. Das hat der Umstand gezeigt, dass wir ja gemeinsam das Thema im Hauptausschuss aufgerufen haben. Und ich schreibe mal dem Umstand, dass Sie, Herr Otto, parallel im Bauausschuss saßen, zu, dass Sie diesen Antrag noch für notwendig hielten in seiner Dringlichkeit. Aber vielleicht hätten Sie Herrn Esser auch einfach fragen können, was Herr Lüttke-Daldrup da zu berichten wusste. Das hätte möglicherweise gereicht. Denn eins sei auch mal angemerkt, es mangelt dem BER nun wahrlich nicht an parlamentarischen Berichten und auch schon gar nicht an parlamentarischen Ausschüssen und Gremien, die sich mit ihm beschäftigen. Und vielleicht ist es auch eines der Probleme, mit dem sich diese Geschäftsführung herumschlagen muss, dass sie mehr Zeit bald in Ausschüssen dreier Parlamente zubringt, als mit der Aufgabe, die sie eigentlich hat, nämlich diesen BER möglichst zügig fertigzustellen und ans Netz zu bringen. Insofern rate ich Ihnen dringend, nutzen Sie doch die Gremien, die wir haben, nutzen Sie Ihre guten Kontakte, die Sie auch zu den Kollegen im Deutschen Bundestag und im Brandenburger Parlament haben, um all das abzufragen, was Sie hier bewegt. Ich persönlich habe meine Zweifel, dass weitere Berichte aus dem Senat uns alle hier und Sie im Besonderen so erhellen werden, wie Sie sich das vorstellen. Die Probleme sehe ich genau wie Sie. Und ich glaube, dass wir uns alle miteinander Gedanken darüber machen sollten, wie sie abzustellen sind. Zu entscheiden ist es aber letztlich im Aufsichtsrat und in dessen Umgang mit der Geschäftsführung. Wir haben es vielleicht mit Problemen zu tun, für die diese Geschäftsführung in erster Linie nicht die Verantwortung trägt, weil es von anderen Verantwortungsträgern vorher entschieden wurde.
Aber das, was mich umtreibt, ist die Art und Weise, wie Kommunikation stattgefunden hat. Und der Kollege Schröter hat ja kurz auf die verwirrenden Beiträge von Herrn Mühlenfeld hingewiesen. Es war ja nicht der einzige Fehlgriff, der kommunikativ seitens der Flughafengeschäftsführung in letzter Zeit stattfand. Und wenn man in die Flughafengesellschaft hineinhört, dann hat man es häufiger, dass einem von Machtvakuum, Entscheidungsschwäche, anderen Dingen berichtet wird, die einen durchaus daran zweifeln lassen, dass die Geschäftsführung im Moment so stark aufgestellt ist, wie wir uns das angesichts der Bedeutung des Projekts wünschen würden. Aber die Aufgabe, mit dieser Geschäftsführung umzugehen, sie zu treiben, sie zu kontrollieren, das ist Aufgabe des Aufsichtsrats, das ist Aufgabe derjenigen, die diese Personalie entschieden haben. Der heimliche Aufsichtsratsvorsitzende ist ja da. Und insofern, denke ich, tun wir gut daran, das weiter aufmerksam im Parlament zu beobachten, vor allem aber den Aufsichtsrat darin zu ermuntern, zu ermutigen, seiner Aufgabe konsequent nachzukommen. Ich glaube aber nicht zu unseren Aufgaben gehört, uns regelmäßig von Ihnen hier mit so dünnen Anträgen beschäftigen zu lassen. Ich sage mal, wenn das alles ist, was Sie im Lauf haben, dann ist es ja kein Wunder, dass bei der SPD der Eindruck aufkommt, ich würde hier die Opposition vertreten. Das ist mit weder mein Selbstverständnis noch meine Aufgabe. Das wünsche ich mir, dass Sie das kraftvoller tun, als es bisher der Fall gewesen ist. Wenn das alles war, dann habe ich auch daran meine Zweifel. Vielen Dank. Für die Piratenfraktion jetzt Herr Kollege Delius, bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Damen und Herren, ich kann Ihre Verzweiflung ja verstehen. Die Grünen sind verzweifelt, weil sie ihre Aktuelle Stunde nicht bekommen haben und weil es naturgemäß schwierig ist, insbesondere in dieser Partei eine konsistente Position auch zum BER zu entwickeln. Das fällt Ihnen auch nicht leicht. Die CDU muss da gar nicht lachen und von der SPD brauchen wir gar nicht erst reden. Die Koalition ist verzweifelt, weil sie schon wieder über ein Thema reden muss, das sie am liebsten vergessen möchte. Und wir alle sind gemeinsam verzweifelt, weil wir seit Jahren alle nasenlang von der Bild am Sonntag an unserer Arbeit gehindert werden, weil wieder irgendein Skandal kommt, der uns dann dazu zwingt, uns in der Presse zu profilieren, ob wir nur zur Opposition oder zur Koalition gehören. Das ewig gleiche Spielchen. Ich kann das verstehen. Es ist Quatsch. Es hilft keinem weiter. Das Gleiche gilt aber auch für diesen Antrag. Wenn man nämlich liest, was da drin steht, dann sind die Grünen auf eine grandiose Idee gekommen. Sie sagen, um die Probleme zu lösen, fragen wir doch den Senat. Also, dass ich darauf noch nicht gekommen bin, weiß ich auch nicht. Also, vielen Dank, Herr Otto, für den Hinweis. Da muss man ja auch wirklich eine Weile im Parlament gewesen sein, um dazu zu diesem Schluss zu kommen. Aber wonach fragen Sie denn den Senat? Das ist so allgemein, dass also ich habe mir überlegt, eine kleine Anfrage daraus zu machen. Aber sowohl mein Mitarbeiter als auch mein eigenes Gewissen haben mir davon abgeraten, weil es wahrscheinlich zu peinlich wäre, selbst für den Senat, der das beantworten muss. Aber was würde denn passieren, wenn jetzt tatsächlich Herr Henke ist hier als Vertreter im Aufsichtsrat, Bürgermeister und natürlich Vertreter des Senats hier in diesem Haus, was würde denn passieren, wenn der jetzt tatsächlich in die Bütt gehen würde und darauf antworten würde? Ich zitiere ihn dann gerne aus dem Untersuchungsausschuss. Er wird uns sagen, die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft hat uns immer geantwortet. Ja, lassen Sie das noch mal kurz kreisen. Ja, lassen Sie noch mal kurz kreisen, was dann ein Aufsichtsratsmitglied auf konkrete Fragen aus dem Untersuchungsausschuss antwortet. Er sagt, die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft ist uns nie eine Antwort schuldig geblieben. Und damit begnügt sich dann auch dieser Senat. Ich lasse das mal so auch fürs Protokoll stehen. Der Antrag, es ist klar, warum er gestellt wird. Die Grünen wollten gerne über das Thema reden. Und im Gegensatz zu Herrn Evers bin ich der Meinung, jawohl, es ist unsere Aufgabe, dann auch gemeinsam darüber zu reden, worüber eine Fraktion in diesem Haus reden möchte. Und das tue ich dann gerne. Frau Matuschek hat das bautechnische Chaos schon angesprochen und ich wiederhole dann auch gerne, was ich auch in den letzten zwei Wochen in der Presse regelmäßig gesagt habe. Eines muss doch mal klargestellt werden. Das Projekt BER, so wie es 94 angedacht worden ist oder 93, so wie es um die 2000er geplant worden ist, so wie es vergeben worden ist, so wie es angefangen wurde zu bauen, ist gescheitert. Nichts anderes entspricht der Wahrheit. All das, was Sie hier gerade erzählt haben, deutet darauf hin und erkennen Sie es doch bitte an. Es ist bautechnisch gescheitert. Frau Matuschek hat wunderbare Beispiele aufgezählt. Und dass man jetzt diese Probleme findet, das heißt einfach nur, dass man seit Jahren dem Problem an der Baustelle nicht Herr wird. Es ist wirtschaftlich gescheitert. Die Flughafengesellschaft glaubt inzwischen selbst nicht mehr daran, dass 2020 oder sogar 2025 eine Wirtschaftlichkeit des dann im Betrieb, möglicherweise im Betrieb befindlichen BERs gegeben sei.
sein wird und man anfangen können wird, Kredite zurückzuzahlen. Es ist finanzpolitisch gescheitert, schon allein aus dem Grund, weil wir es geschafft haben, mit unseren Eigenkapitalzuführungen eine am BER kaputtgegangene Flughafengesellschaft künstlich aufzublähen, deren Eigenkapitalwert so hoch zu halten, dass es überhaupt noch Sinn macht, einen Antrag auf Notifizierung an die EU-Kommission zu stellen. Und selbst das glaubt uns die EU-Kommission nicht mehr. Und wir sehen auf eine mögliche, und darauf habe ich auch schon vor Jahren hingewiesen, auf eine mögliche Zwangsprivatisierung dieses Projektes hin. Was können wir jetzt also tun? Anerkennen, was die Realität ist und danach handeln. Ich habe nie von Abriss gesprochen, ich halte es für einen Schwachsinnsvorschlag. Da ist auch wieder irgendeiner, ein Politiker, wir wissen alle, wer es war, aus der Hinterbank im Bundestag, wollte sich profilieren. Das ist Quatsch. Man muss aber mal darüber reden, was ist denn ein möglicher Plan B? Ich habe vor 3 Jahren den Senat gefragt, was ist ein Plan B zu dem Projekt BER? Da hat der Senat gesagt, haben wir nicht. War wenigstens ehrlich. Gibt es aber immer noch nicht. Und wenn man dann dazu kommt, den Senat. Ja, siehst du? Ja, vielleicht auch doch ein heller Moment. Und wenn man dann nicht dazu kommt, dass man das Projekt aufgibt, wenn man dann gute Gründe dafür findet, ich sehe sie nicht, wenn man dann gute Gründe dafür findet, weitere Millionen und Milliarden aus den Landeshaushalten, aus dem Bundeshaushalt auf dieses Projekt zu schmeißen und nicht daran zu gehen, die Gesellschaft zu verändern, den Standort in Frage zu stellen, die Projektgröße und Ausrichtung in Frage zu stellen oder die Annahme, welche Kunden überhaupt für diesen Flughafen noch zur Verfügung stehen werden, wenn er 2017, 20 oder wann auch immer eröffnet werden sollte. Wenn man das alles nicht hinterfragt, dann macht man sich der Verantwortungslosigkeit schon und dann handelt man nicht verantwortungsvoll den Wählerinnen und Wählern dieses Landes gegenüber und auch eigentlich sich selbst nicht gegenüber. Dazu rufe ich Sie auf. Entwickeln Sie einen Plan B, liebe Grüne, wenn es dann heißt BER Neustart, jetzt Ausrufezeichen. Den Antrag mache ich gerne mit Ihnen und da kann ganz viel Sinnvolles drin stehen. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 1724-90 wird die Überweisung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 19. Vorlage zur Beschlussfassung Drucksache 1724-56, Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1-64 AVE. Ich habe die Vorlage vorab an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und an den Hauptausschuss überwiesen und darf Ihre nachträgliche Zustimmung feststellen. Inzwischen liegt doch bereits die dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Verkehr und die dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 1724-93, vor. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. In der Beratung beginnt die Piratenfraktion. Herr Kollege Priest, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, zum Abschluss der heutigen Plenarsitzung muss ich noch einmal über einen Bebauungsplan sprechen. Das passiert ja nicht oft hier im Plenum des Abgeordnetenhauses. In den allermeisten Fällen ist das Angelegenheit der Bezirke. Und falls mal so ein Plan von großer Wichtigkeit ist, dass der Senat das Verfahren an sich zieht, dann werden die Details im Bauausschuss verhandelt und hier wird nur noch ohne Debatte darüber abgestimmt. So ist es ja vorhin auch schon passiert. In diesem Fall ist es allerdings anders. Das liegt einerseits an dem großen öffentlichen Interesse, dass der Plan genießt. 40.000 Bürgereinwendungen sind ja da ein deutliches Zeichen. Zum anderen ist auch das Verfahren bemerkenswert, wie dieses Planverfahren hier zum Abschluss gebracht werden soll. Die Redner der Koalition werden sicher gleich noch erklären, dass die öffentliche Diskussion über die Planung zur Bebauung schon seit 10 Jahren andauert, aber dass die Beschlussfassung im Abgeordnetenhaus, die muss jetzt ganz schnell gehen. Vor 3 Wochen kündigten Senat und Koalition den Plan als Beschlussvorlage an. Eine Woche später lag sie dann tatsächlich vor. Eine weitere Woche später, in der Sitzung mit der zweiten Lesung des Haushaltsplanes, wird der Plan dann unter Zeitdruck debattiert und abgestimmt und kommt nun mit Dringlichkeit zurück ins Plenum. 10 Jahre Vorbereitungszeit und dann bleiben nur 2 Wochen Zeit, um sich mit dem Ergebnis auseinanderzusetzen. Senat und Koalition haben ganz offensichtlich darauf spekuliert, dass in dieser arbeitsintensiven Zeit der Haushaltsdebatten der Plan so durchrutscht und ohne größere Befassung durchgewunken wird. Das werden wir aber nicht zulassen.
Um es gleich vorwegzunehmen, der Plan ist Murks. Großer Murks. Natürlich ist der Plan das Ergebnis einer langen Auseinandersetzung, irgendwie auch ein Kompromiss zwischen einer ursprünglich viel dichter geplanten Bebauung und der von Bürgern gewünschten Erweiterung des Mauerparks. Soweit, so gut. Man schiebt die Bebauung ganz in den Norden, weg von den intensiver genutzten südlichen Bereichen des Mauerparks. Nur müssen dort im Norden die geplanten Nutzungen sehr dicht komprimiert werden, um die Verwertungsinteressen des Investors zu befriedigen. Damit handelt man sich dann aber neue Nutzungskonflikte mit den dortigen Nachbarn ein. Lärmprobleme mit den Bahntrassen, die Verkehrserschließung wird wegen Platzmangels zum Albtraum. Die Grün- und Freiflächenversorgung muss zurücktreten hinter dem Planungsziel Wohnungsneubau, koste es, was es wolle. Aus dem Plangebiet werden sie wegverlagert hin zur künftigen Mauerparkserweiterung in den angrenzenden Gebieten. Ein im Flächennutzungsplan ausgewiesener Grünzug als Puffer zur Bahntrasse hin verbleibt nur als kaum erkennbarer Streifen auf dem Bahngelände außerhalb des Plangebiets. Um das Lärmproblem durch die Bahntrassen zu beheben, wird ein Gebäuderiegel für preisgedämpften sogenannten bezahlbaren Wohnraum und studentisches Wohnen direkt an der Bahntrasse gebaut, damit sie die dahinterliegenden Nobelwohnungen abschirmen können. Und ob die Lärmschutzbebauung so preiswert realisiert werden kann, ist angesichts der teuren, aber notwendigen Schallschutzmaßnahmen schon jetzt fraglich. Ja, natürlich, wir brauchen Wohnungsneubau. Dieses Mantra werden uns Frau Spranger und Herr Brauner auch gleich noch wieder präsentieren. Ja, gerne, aber dann doch bitte nicht so. Man kann die Prinzipien einer guten Stadtplanung doch nicht einfach so über Bord werfen. An die Oppositionsfraktion wird hier von Seiten der Regierungskoalition generell gerne der Vorwurf erhoben, man wäre prinzipiell dagegen. Dem kann ich nur entgegenhalten, dass wir den Kompromissgedanken hinter diesem Plan durchaus anerkennen. Ja, wenn man denn erkennen könnte, dass die Bürgereinwendungen auch ernst genommen würden und die Planung entsprechend angepasst worden wäre. Das ist nicht passiert. In der jetzigen Form kann man den Bebauungsplan nur ablehnen und zur Überarbeitung an die Senatsverwaltung und den Investor zurückschicken. Ich hoffe, Sie hatten alle die Gelegenheit, das Buch auch zu lesen. Das ist ein so ein Wälzer. Sie werden sich nämlich nachher namentlich darüber abstimmen müssen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Frau Kollegin Spranger das Wort. Ui, das ist aber groß. Da kann ich nicht drüber reinkommen. Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, ich möchte mit einem Zitat aus dem Neuen Deutschland anfangen vom 2.10.2015 von Frau Lomscher und Herrn Lederer. Und haben beide gesagt, Senat und Koalition ziehen die Bebauung am Mauerpark im Schweinsgalopp durch. Was heißt denn nun nach Frau Lomscher und Herrn Lederer Schweinsgalopp? Dann schauen wir uns doch mal die Daten an. Bereits 1994, also genau vor 21 Jahren, ich betone vor 21 Jahren, hat es die erste große konkrete Diskussion im Abgeordnetenhaus darüber gegeben, wie viele Wohnungen denn auf dem Grundstück Mauerpark gebaut werden könnten. Damals waren es um ein Vielfaches mehr Wohnungen, die gebaut werden sollten, als wir heute hier beschließen. Meine Damen, meine Herren, Grundlage für die Einleitung des Bebauungsverfahrens war die nach langjährigen Verhandlungen erzielte Einigung über die Entwicklung des Mauerparks. Der Hauptausschuss dieses Hohen Hauses hat bereits am 7. November 2012 und die BVV Mitte am 22. November 2012 zugestimmt.
Bereits am 4. Mai 2010 hat der Bezirk Mitte mit Aufstellungsbeschluss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Auch das bereits vor 5 Jahren. Am 4. November 2014 wurde der B-Plan-Teilungsbeschluss erteilt. Erst am 24. März 2015 hat der Senat das Verfahren wegen der außergewöhnlichen stadtpolitischen Bedeutung an sich gezogen. Und das war richtig, meine Damen, meine Herren. Von 94 bis heute hat es deutliche Veränderungen, auch gerade wegen der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, gegeben. Es ist geradezu ein Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung, meine Damen, meine Herren. Die Bevölkerung wollte einen Park und den bekommen sie. Von ursprünglich 8 Hektar sind es jetzt 15 Hektar Park, meine Damen, meine Herren. Herr Pries, Sie sprechen von Murks. Murks, 700 neue Wohnungen, davon 70% Mietwohnungen, 490 Wohnungen, die auch altersgerechte Wohnungen für Seniorinnen und Senioren sind, alles Murks. Dann sagen Sie, es ist Murks, dass 220 Wohnungen für Studenten und Azubis zur Verfügung gestellt werden. Sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht dafür? Es werden 22,5% Sozialwohnungen dort entstehen. Unsere eigene Wohnungsbaugesellschaft wird dort mit vermieten. Das ist alles Murks, Herr Pries? Das kann nicht wahr sein. Frau Spranger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Pries? Na, aber selbstverständlich. Ja, Frau Spranger, wie stehen Sie denn zu dem Vorwurf, dass gerade diese preiswerten Wohnungen und auch vor allem die Studentenwohnungen als Schallschutzbebauung für die restliche Wohnbebauung dahinter dienen und insbesondere bei den Studentenwohnungen noch nicht mal eine Möglichkeit ist, eine ruhige Seite der Wohnung zu haben, weil die nur einseitig zur verlärmten Seite Wissen hin Sie ausgerichtet was, Herr sind? Zum Sie Teil. Müssen mal entscheiden, was Sie wollen. Wollen Sie bezahlbaren Wohnraum, ja oder nein? Wollen Sie bezahlbaren Wohnraum für Studentinnen, ja oder nein? Und das sind einfache Behauptungen, die Sie hier aufstellen, so wie Sie überall nur Behauptungen aufstellen. Meine Damen, meine Herren, man merkt, wie aufgeregt Sie sind, weil wir genau ins Schwarze treffen. Jede Parlamentssitzung stellen Sie sich hierher und sagen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Aber Sie stellen sich vor jedem Bebauungsplan und sagen, das ist Murks und sagen uns dann, überall darf gebaut werden, aber nicht da. Ich habe nicht ein Bauland von Ihnen gehört. Das habe ich jetzt mal erwartet, Herr Pries, oder von den anderen werden wir es ja wahrscheinlich noch hören. Ein Bauland möchte ich nur mal hören, wo Sie als Opposition sagen, da sollen mal 700 Wohnungen hin. Das haben Sie nirgendwo bisher hingestellt. Meine Damen, meine Herren, wir brauchen neue Wohnungen in der Stadt. Wir brauchen die soziale Mischung, auch gerade in der Mitte der Stadt. Wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger Mitspracherecht haben. Sie bekennen sich heute, ob Sie das auch wollen. Ich bin sehr gespannt. Und ich wiederhole, was ich in der letzten Aktuellen Stunde hier im Abgeordnetenhaus gesagt habe. Es ist wichtig, ja, dann hören Sie es sich noch mal an, wenn Sie es kennen. Es ist wichtig, dass wir frühzeitig offen und direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um sinnvolle Kompromisse natürlich ringen müssen. Frau Politik Spranger, gestatten darf, Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Zillig? Na, aber natürlich. Herr Zillig, bitteschön. Ja, Frau Spranger, wie bewerten Sie denn die wirtschaftlichen Aspekte dieses gesamten Komplexes angesichts der Zahlung des Landes dafür, angesichts der Planungsgewinne des Investors dafür und angesichts der Infrastrukturleistungen, die er nicht dafür erbringt?
Das ist auch eine Milchmädchenrechnung, weil auch der Investor bringt seine Leistung. Der Investor stellt eine Kita hin. Der Investor macht Radwege. Natürlich, Sie können eine Rechnung machen. Machen Sie doch nicht immer so eine Neiddebatte. Was Sie machen, ist eine Neiddebatte. Weil die Mietwohnungen kommen über unsere Wohnungsbaugesellschaften. Machen Sie nicht so eine Neiddebatte und spielen Sie nicht die Bürger gegeneinander aus. Das ist nämlich Ihre Art von bezahlbarem Wohnraum. Und das geht nicht. Jetzt werden Sie sich bekennen müssen, wie Sie zu Neubauvorhaben stehen. Sie werden jetzt sagen müssen, sind Sie für Neubauten ja oder nein? Und um nichts anderes geht es hier. Und Sie haben jetzt noch mal auch die Gelegenheit, uns das Bauland zu nennen, wo Sie nämlich Wohnungen bauen. Weil wir sagen, wir brauchen den Neubau in der Stadt für unsere Berlinerinnen und Berliner. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Kollege Otto das Wort. So. Sehr geehrte Kollegin Spranger, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Politik ist immer konkret. Und wir können hier über die Wohnungsbaudebatte von Berlin uns auseinandersetzen. Da sage ich auch was gerne dazu. Aber konkret geht es hier um einen Bebauungsplan, der vorgelegt wurde. Das ist der für das Vorhaben am Mauerpark nördlich des Kleintunnels. Und ich glaube, er ist ein schlechtes Beispiel. Er ist ein schlechtes Beispiel dafür, wie in Berlin der Wohnungsbau der Zukunft zustande kommen soll und wie er aussieht. Zum Schweinsgalopp lassen Sie mich sagen, wir haben ja die eigentümliche Regelung im Abgeordnetenhaus und da haben wir vor ein paar Wochen mal bei dem Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch drüber gesprochen. Wir haben hier die eigentümliche Regelung, Bebauungspläne, die sind durch das ganze Verfahren durch, werden uns hier auf den Tisch gelegt, friss oder stirbt. Und wenn man da eine Frage hat oder eine Kritik, dann kommt die SPD-Fraktion und sagt, das ist alles in Ordnung, haben wir alles jahrelang diskutiert, bitte stellt doch nicht solche Fragen, seid doch nicht so kritisch, hört auf mit euren Änderungswünschen. Das ist Ihre Baupolitik und die machen Sie alleine und verlangen, dass wir da mitmachen. Das geht nicht. Wenn Sie erreichen wollen, dass wir solche Vorhaben unterstützen. Wenn Sie erreichen wollen, dass wir eine konstruktive Debatte hier bekommen, Frau Spranger, dann müssen Sie uns vorher mit einbeziehen und nicht friss oder stirb im Bauausschuss solche dicken Pläne hinlegen und jeden niedermachen, der da mal eine Frage hat. Das ist nicht in Ordnung. Ich kann das sagen für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollten mit Ihnen darüber diskutieren, wo da Wohnungen hinkommen, welche Wohnungen da hinkommen. Dafür sind wir. Wir wollten mit Ihnen diskutieren, wie die Verkehrsanbindung ist. Wir wollten mit Ihnen diskutieren, welche Gegenleistung der Investor zu erbringen hat. All das konnte nicht stattfinden, wegen Ihres Schweinsgalopps. Sie haben ausgeführt, das ist ein langes Verfahren gewesen, seit 21 Jahren. Und ich bin ja nur jemand, der da ein paar Momente auch von miterlebt hat. Wissen Sie, dieses lange Verfahren hatte ja 21 Jahre Zeit. Und jetzt gucken wir mal, welche Regierungspartei kontinuierlich in diesen 21 Jahren regiert hat und das ganze Ding nicht voranbringen konnte und keinen ordentlichen Bürgerdialog organisieren konnte und hier im Parlament auch keine ordentliche Behandlung durchgeführt hat. Das war immer die SPD. Und Herr Schneider, Sie können ja nachher auch noch, kommen wir ja vielleicht noch dazu. Das war die SPD und jetzt sage ich Ihnen noch mal kurz, was Sie da gemacht haben, so ein paar Highlights.
Sie haben ein Baugebiet entwickelt im Flächennutzungsplan aus einer Grünfläche. Steht in den Regularien des Senats, das darf man nicht. Da haben wir als Bündnis 90 Die Grünen hier einen Antrag gestellt in der letzten Legislaturperiode und haben gesagt, Freunde vom Senat, Herr Wowereit, Frau Junge-Reyer, bitte macht ein ordentliches Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan. Haben Sie abgelehnt. In Ihrer bornierten Art haben Sie uns hier erklärt, brauchen wir nicht. Wir sind ja die SPD. Quatsch, machen wir nicht. Das hätten Sie machen können. Dann hätten wir eine ordentliche Grundlage gehabt für diese Planung. Das Zweite, Sie haben einen Knebelvertrag abgeschlossen 2012. Ein Vertrag mit einem Investor, der uns jeglichen Spielraum genommen hat. Wir konnten gar nicht mehr, wenn wir diesen Vertrag nicht kündigen wollen, wir konnten gar nicht mehr irgendwas verändern, sondern Sie haben sich verpflichtet zu ganz konkreten Leistungen. Sie sind auch haben Geldzahlungen an den Investor hier eingewilligt als Koalition. Da waren wir nicht dafür. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil der Mechanismus, ich kriege Grundstücke und verkaufe dafür Baurechte, nicht in Ordnung ist. Der ist unredlich, der ist unseriös. Nicht erst seit dem Spreedreieck wissen wir, dass er auch immer nachteilig ist. Materiell nachteilig für das Land Berlin. So ist es immer ausgegangen. Meine Damen und Herren, Frau Spranger, Sie haben gefragt, wo würden Sie denn nun bauen? Sie fragen ja uns jedes Mal hier. Und wir sagen Ihnen das ja auch jedes Mal. Sie können sich ja die Dinger mal aufschreiben. Nehmen Sie sich mal einen Stift. Nehmen Sie sich mal bitte einen Stift und schreiben Sie mal mit. Also, wir hätten mit Ihnen in Tempelhof gebaut, wenn Sie ordentlich darüber verhandelt hätten. Wir würden mit Ihnen, Herr Schneider, das geht jetzt an Sie, wir würden mit Ihnen am Güterbahnhof Pankow Wohnungen bauen. Stattdessen hat der regierende Bürgermeister Wowereit seine Hand dafür gegeben, dass da ein Shoppingcenter hinkommt und ein Höffi bei Herrn Krieger. Das ist keine Wohnungsbaupolitik. Da wollen wir mit Ihnen Wohnungen bauen. Und wir wollen auch in Lichterfelde Süd bauen. Wir wollen da, Park Range ist das Stichwort, da Wohnungen bauen. Übrigens auch mit dem Investor Groth. Man kann mit dem auch was aushandeln. Man kann mit dem auch was aushandeln, wenn man einen Bezirk hat, der da was will und der vereinbaren kann. Das, was da an Grün sein soll und das, was da an Wohnungen gebaut werden soll und der das in einem ordentlichen Verfahren organisiert. All das ist am Mauerpark nicht passiert. Jetzt haben Sie hoffentlich ein paar Orte auf der Liste, Frau Spranger, und ich hoffe, dass wir darüber demnächst im Bauausschuss auch diskutieren werden. Natürlich wollen wir Wohnungsbau in Berlin, aber wir wollen den anders. Wir wollen den nicht so, wie Sie den seit 50 Jahren machen, sondern wir wollen den anders. Wir wollen, dass der mit Grün ist, dass der mit Geschäften ist, dass der mit Gewerbe ist und dass der mit sozialer und auch mit Bildungsinfrastruktur ist. Ich komme noch mal auf das Stichwort Schule am Mauerpark zurück. Nee, Herr Kollege, das werden Sie nicht. Ich muss Sie jetzt bitten, zum Ende kommen, weil die Gesamtredezeit Ihrer Fraktion jetzt auch. Und ich komme jetzt zu Ende, weil der Präsident darum bittet, selbstverständlich. Nein, weil Ihre Redezeit zu Ende ist, Herr Kollege. Sie werden einsehen, dass nach dieser Kritik an diesem Plan wir diesem Plan nicht zustimmen können. Dafür bitte ich um Ihr Verständnis und hoffe, dass wir beim nächsten Plan in eine konstruktivere Debatte kommen, damit wir wirklich gemeinsam zu einer Wohnungsbaupolitik in Berlin hier irgendwann gelangen. Dankeschön. Für die CDU-Fraktion hat jetzt der Kollege Brauner das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich würde jetzt beinahe sagen, ich freue mich. Wir reden jetzt wieder über die Bebauung von Tempelhof. Vielen Dank für den Ball. Ich glaube, wir können ihn aufgreifen an der Stelle. Gerne reden wir auch über die Bebauung in Pankow, Güterbahnhof. Da gibt es nämlich nicht nur das Thema Gewerbe, sondern da gibt es auch das Thema Wohnung. Darüber reden wir auch sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn ich dann die Zustimmung zu diesem Bebauungsplan sehe. Natürlich freue ich mich noch mehr, wenn wir die Zustimmung der Grünen zu einem Bebauungsplan im Tempelhofer Feld bekommen würden, nachdem wir gemeinsam mit Ihnen das Gesetz aufgehoben haben. Das fände ich ja sehr spannend. Die Diskussion würde ich auch sehr gerne sehr lange hier heute Abend noch führen. Konkret reden wir aber heute
über einen Bebauungsplan am Mauerpark, der 22 Jahre lang gebraucht hat und der auch zeigt, wie schwierig und langwierig Bebauungsplanverfahren sein können. Ganze 409 Seiten umfasst das Dokument des Bebauungsplans, 679 Seiten zusätzlich, wo alle einzelnen Einwendungen und Einreden besprochen wurden, meine Damen und Herren. Über 1000 Seiten Text für am Ende 700 Wohnungen. Das ist schon eine Leistung und ich muss sagen, ich spreche der Verwaltung hier ein Kompliment aus, dass sie das alles auch ordentlich verarbeitet bekommen hat. Könnte man sagen, 50 Jahre, 50 Seiten pro Jahr, aber meine Damen und Herren, das zeigt auch, wir werden ja an anderer Stelle noch über Beschleunigungsverfahren für Bebauungspläne reden. Dieses ist ein gutes Beispiel, warum es auch so lange dauert und auch so teuer ist für alle Beteiligten. Ich glaube, das Ergebnis ist sehr gut. Wir bekommen 490 Wohnungen, davon 120 im Rahmen unserer sozialen Förderung. Wir bekommen 220 Apartments, wir bekommen eine Kita-Fläche und vor allem sichern wir damit mehrere Hektar zusätzlich für den Mauerpark, viele Hektar Grün im Herzen der Stadt. Darum werden uns viele andere Städte beneiden und ich finde, das Ergebnis ist sehr, sehr gut für die Stadt. Und wenn ich jetzt mir die Diskussion anhöre, über das Thema Kosten und so weiter und so fort, natürlich stehen auch Kosten in dem Haushalt, weil natürlich die Erschließung einen gewissen Preis hat. Aber gleichzeitig werden 90% der Erschließungskosten vom Investor getragen. Wir haben gleichzeitig die Situation über die Stiftung, die uns den Mauerpark finanziert. Und jetzt glauben Sie doch nicht, wenn die Fläche brachgelegen hätte, dass uns das nichts kostet. Wir sind ja in Haushaltsberatungen. Schauen Sie beim Einzelplan 12, wie viel Flächen kosten, die nicht bewirtschaftet sind und vielleicht brachliegen. Sie könnten ja mal in Tempelhof nachschlagen, was das so alles kostet an der Stelle. Nur mal so als Beispiel für Ihre Nachtlektüre und für die Diskussion. Ich glaube, dass wir hier ein sehr gutes Ergebnis haben und dass wir natürlich eines ganz deutlich machen müssen mit den Abstimmungen, die auch noch folgen. Wir werden ja auch an der Heidestraße noch einiges tun und wir werden auch, was in diesem Bebauungsplan ja deutlich ist, ein Konglomerat an Frau Kollegin, wir werden auch noch verschränkte Bebauungspläne haben und das sehen wir ja hier an dem, wo das Thema Kita, wo das Thema Schule, angrenzende Bebauungspläne geregelt ist. Und ich denke, das zeigt sehr deutlich, wie komplex Stadtplanung geworden ist und natürlich, wie viel wir hier noch auf der Platte haben. Wir haben über 6.000 Wohnungen allein in Bebauungsplänen in der Schublade, die sozusagen abgearbeitet werden können in den nächsten Monaten. Und das ist, glaube ich, sehr gut für die Stadt, weil wir damit vorankommen, was den dringend benötigten Wohnungsbau angeht. Ich glaube aber, werter Herr Otto, und das ist etwas, was Sie immer versuchen. Wir haben vorhabensbezogene Bebauungspläne. Und dann kommen Sie an und möchten eine Diskussion darüber führen, wie sieht es hier mit zusätzlichen ökologischen Standards aus, wie sieht es hier mit zusätzlichen Themen aus, was die öffentliche Nahversorgung und Infrastruktur angeht. Meine Damen und Herren, das gehört nur partiell in Bebauungspläne. Das, was Sie hier an Bebauungsplänen diskutieren wollen, ist Teil einer Strukturpolitik, wie Sie sie normalerweise an anderer Ebene anbringen müssen und nicht in Bebauungspläne anbringen. Dort werden sie vorhabensbezogen abgearbeitet, sie werden in städtebaulichen Verträgen abgearbeitet. Für die Schulplanung, das muss man an anderer Stelle machen. Und alles, was Sie versuchen wollen, in Bebauungspläne zu drücken, in dieser Form gehört dort nicht rein. Aber jedes Mal suchen Sie da einen Ausweg, eben nicht zustimmen zu müssen, wo wir die Wohnungen errichten, die wir dringend brauchen. Und das ist feige und auch keine nachhaltige Politik für diese Stadt. Angesichts des guten Ergebnisses, was wir hier erreichen können und womit wir auch relativ schnell wieder zusätzlichen Wohnraum schaffen, glaube ich, ist es sehr zustimmungswürdig und gleichzeitig, und da freue ich mich drauf, die Erweiterung des Mauerparks, dieses grünen Zuges in der Stadt ist ein zusätzlicher Gewinn und deshalb wird die CDU-Fraktion hier sehr gerne diesem Bebauungsplan zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank für die Fraktion Die Linke, jetzt Herr Dr. Lederer. Die Restredezeit beträgt 9 Minuten und 1 Sekunde. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die parlamentarische Beratung und Entscheidung über den Mauerparkbebauungsplan heute hier ist eine Farce. Es gab in den weniger als 3 Wochen kaum ausreichend Zeit, sich mit den sehr umfangreichen Planungsunterlagen vertieft zu befassen. Die von uns in den Ausschüssen gestellten Fragen wurden unzureichend bis gar nicht beantwortet. Diskussionen zu den Inhalten der Planung oder zu den städtebaulichen Verträgen, Fehlanzeige.
Allein das ist schon eine inakzeptable Beschneidung unserer Abgeordnetenrechte und ein schwerer Verfahrensmangel. Und warum diese hektische Eile? Weil der Groth-Gruppe vertraglich zugesagt wurde, das Verfahren bis zum 30. November abgeschlossen zu haben. Und weil man sich die Debatte um diesen fragwürdigen B-Plan und die komplett unterlassene Abwägung der Einwendungen aus der Beteiligung der Träger der öffentlichen Belange und aus der öffentlichen Auslegung sparen wollte. Meine Damen und Herren, das gesamte Planungsverfahren ist im Grunde eine Farce, weil das Ergebnis seit Jahren feststand. Und Herr Brauner, da kann ich Ihnen mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. An dem Bebauungsplan wird nicht seit 20 Jahren gearbeitet. Das wird jetzt seit knapp 3 Jahren getan. Und alles andere, nämlich all das, was Eingang gefunden hat in den Bebauungsplan, in die planerischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wurde vorher in einem Vertrag mit Herrn Groth und seinem Vorgänger der CA Immo über den Mauerpark vereinbart. Groth war verbindlich vertraglich zugesagt worden, wie viel er da bauen darf. Der Senat hat sogar Ausgleichszahlungen für jeden Quadratmeter in Aussicht gestellt, der weniger verwertbar ist als die vereinbarte Nutzfläche in dem Vertrag, als Renditeausgleich. Der Senat räumt in seiner Planbegründung selbst ein, dass vertragliche Lösungen hinsichtlich Klima, Lärmschutz und Nachbarschaftsbelastung nicht möglich waren, weil das die angestrebte bauliche Auslastung eingeschränkt hätte. Und damit, meine Damen und Herren, haben Sie gleich 2 wesentliche Planungsgrundsätze verletzt. Erstens das Entwicklungsgebot. Dieser Plan widerspricht dem Flächennutzungsplan. Das ist ein gravierender Rechtsverstoß. Das entsprechende Gutachten können Sie sich bei meiner Fraktion abholen. Im Flächennutzungsplan ist das Grün- und Erholungsfläche, meine Damen und Herren. Zweitens das Kopplungsverbot. Das Ergebnis des Verfahrens war nicht nur hinsichtlich der generellen Planungsziele, sondern auch des Maßes und der Art der Nutzung durch Verträge mit Groth längst festgelegt. Also Sie hätten den B-Plan auch viel schneller erarbeiten können, weil es stand ja alles schon in den Verträgen und abgewogen werden musste nicht mehr. Sowohl bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, wo nebenbei ein ganz anderer B-Plan Grundlage der Auslegung war, als auch bei der Auslegung zu Beginn des Jahres 2015, war die Beteiligung so groß wie noch nie bei einem solchen Verfahren in Berlin. Und was macht der Senat? Alle, wirklich alle Einwendungen und Anregungen sind zu 100% in der Tonne gelandet. Ich finde das unfassbar. Die Verwertungsinteressen von Groth sind ihm das Wichtigste. Dafür wird dann auch mal ein bereits eingereichtes Bürgerbegehren ausgehebelt und Einwendungen und Bedenken werden kurzerhand weggewogen. Der Sinn des Bebauungsplans ist, einen Interessensausgleich zu schaffen zwischen privaten und Gemeinwohlinteressen. Diesen Zweck kann ein B-Plan natürlich nur erfüllen, wenn noch irgendwas abgewogen wird. Und nicht, wenn man einfach nur das, was man vorher Herrn Groth in einem privatrechtlichen Vertrag zugesagt hat, 1:1 in den Bebauungsplan einspeist. Das ist keine planerische Abwägung, die im Baurecht gefordert ist. Und dann die Einwände in der Sache, wo mit vielen Mythen hantiert wird. Wir haben ja eben das zweifelhafte Vergnügen gehabt von der Kollegin aus der SPD-Fraktion, deren Name, entschuldigen Sie, mir gerade nicht einfällt, wieder dieselben Mythen gehört zu haben. Berlin braucht Wohnungen. Abgesehen davon, dass die Baudichte und Gründefizit im dortigen Quartier überdurchschnittlich sind. Die geplanten Luxuswohnungen sind nichts als die Befriedigung kaufkräftiger Nachfrage auf dem Markt. Und das Einzige, was passiert ist, sie erhöhen den Aufwertungsdruck auf das Brunnenviertel. Diese Wohnanlage wird keinen Beitrag zur Verringerung des sozialen Wohnungsproblems leisten. Zweitens, Berlin hat kein Geld. Das stimmt. Gerade deswegen ist das für mich so unverständlich. Die Grundsätze der angemessenen Beteiligung des Vorhabenträgers an den Kosten der durch die Entwicklung entstehenden neuen Bedarfe an sozialer und kultureller Infrastruktur, an notwendigen Erschließungsaufwänden der technischen und verkehrlichen Infrastruktur werden hier grob missachtet. Über die normale Beteiligung in Höhe der üblichen Erschließungsbeiträge muss Groth keinen einzigen Cent leisten. Schon die Kosten für den erforderlichen Umbau der Gleimstraße trägt das Land Berlin komplett allein. Ebenso darf Groth Teile der denkmalgeschützten Anlage Gleimtunnel demolieren, ohne sich mit einem Cent an dessen erforderlicher Sanierung zu beteiligen. Die Grünzugplanung des Landes wird geopfert, eine Verschlechterung des Stadtklimas, eine unverträgliche Bebauungsdichte, die fast vollständige Versiegelung.
eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange der Bodennutzung und öffentlicher Infrastruktur, ein fahrlässiger Umgang mit einer erheblichen und teilweise ungelösten Lärmbelastung von Wohngebäuden, der Abriss von Teilen des Denkmals Gleimtunnel, eine mangelhafte und gefährliche Verkehrserschließung, eine Verschlechterung der Wohnsituation in kommunalen Sozialwohnungsbeständen und anderes mehr werden hingenommen, damit die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens von Groth gesichert bleibt. Groth darf bauen und die Folgekosten trägt das Land. Ob es sich um den Umbau der Gleimstraße handelt oder die Sanierung des Denkmals Gleimtunnel. Ob um die verkehrliche Anbindung an die soziale Infrastruktur. Das Land ermöglicht Groth exorbitante Wertsteigerungen seines Grundstücks, aber nichts davon wird abgeschöpft. Selbst die Kosten für den Anteil von 120 Sozialwohnungen, den Sie ja eben hervorgerufen haben, die Groth schlüsselfertig als Lärmschutzwand an den Rand stellen soll, die 7,68 Millionen Euro, das ist ein tilgungsfreies Darlehen des Landes Berlin. Groth zahlt keinen Cent und subventioniert keinen Cent die Sozialwohnungen. Das sind Kosten, die das Land Berlin trägt. Die Kita, von der Sie gesprochen haben, die Kita kriegt nicht das Land. Ich weiß nicht, was Sie gelesen haben. Die Kita, die baut Groth und sie bleibt sein Eigentum. Er muss sie 10 Jahre nutzen und danach kann er das Grundstück verkaufen. Das Land kriegt hier nichts, Frau Spranger. Und weil Sie ja vorhin gestöhnt haben, als ich gesagt habe, es wurden nicht alle unsere Fragen beantwortet. Also was da an Unsummen noch auf den Haushalt zukommt, das konnte uns der Senat bis heute nicht sagen. Aber wir sollen heute über diesen B-Plan abstimmen. Und all das wegen eines fragwürdigen Nebengeschäfts. Zur Erfüllung von Pflichten des Landes aus dem Jahr 1994 gegenüber der Allianzstiftung greift das Land die 6,5 Hektar für die Mauerparkerweiterung von Groth ab. Das ist das, was der Kollege aus der CDU-Fraktion hier so gelobt hat. Dafür schenkt das Land ihm das Baurecht. Und zwar mit voller Baumasse. Abstandsflächen, alles egal, mit voller Baumasse. So was sieht das deutsche Planungsrecht nicht vor, Frau Spranger. Es geht hier auch nicht um Ausgleichsmaßnahmen für die erheblichen Eingriffe Groths in Natur und Umwelt. Meine Damen und Herren, dass nun ausgerechnet die Groth-Gruppe der Partner bei diesem unzulässigen und fragwürdigen Koppelgeschäft ist, kann man nur unter Berliner Verhältnisse und der Hauptstadt von Korruption und Filz verbuchen. Groth weiß, wie es in Berlin läuft. Er saß schon 2012 mit am Tisch, als der Mauerparkvertrag verhandelt wurde. Die Grundlage für diesen Deal. Meine Damen und Herren, das Ganze stinkt zum Himmel. Und da wir uns an einem denkwürdigen Tiefpunkt der Berliner Stadtplanungskultur befinden, haben wir auch eine namentliche Abstimmung beantragt. Sie haben recht, Frau Spranger. Alle Abgeordneten mögen sich hier ganz individuell zu diesem zweifelhaften Deal verhalten. Nicht, dass in ein paar Jahren wieder alle sagen, ach, wie konnte denn das passieren? Heute übernehmen alle Sie Ihre konkrete Verantwortung für den Vorgang. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu der Vorlage auf Drucksache 17/2456 empfiehlt der Fachausschuss mehrheitlich gegen die Oppositionsfraktionen und der Hauptausschuss mehrheitlich gegen Linke und Piraten bei Enthaltung Grüne die Annahme. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist von der Fraktion Die Linke die namentliche Abstimmung beantragt worden. Folgende Hinweise. Erstens, ich bitte den Saaldienst, die vorgesehenen Tische aufzustellen an den Seiten des Stenografentisches. Zweitens, ich bitte die Beisitzerinnen und Beisitzer nach vorne. Eine namentliche Abstimmung ist mit Namensaufruf durchzuführen, gemäß § 71 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Ich bitte ein Mitglied des Präsidiums, die Namen aufzurufen. Drittens, meine Damen und Herren, die Stimmkarten werden Ihnen durch Präsidiumsmitglieder ausgegeben. Viertens, ich weise darauf hin, dass die tatsächliche Stimmabgabe erst nach Namensaufruf möglich ist. Zuvor werden die Ohrenschlitze durch Präsidiumsmitglieder abgedeckt. Nur so ist ein reibungsloser und geordneter Wahlgang möglich. Fünftens, Sie finden die Urnen vor, die eindeutig gekennzeichnet sind. Eine Urne ist für die Ja-Stimmen, eine Urne für die Nein-Stimmen, eine Urne für die Enthaltung sowie für die nicht benötigten restlichen Karten und Umschläge.
Ich eröffne also die Abstimmung über die Vorlage und wiederhole. Der Fachausschuss hat mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten und der Hauptausschuss mehrheitlich gegen Linke und Piraten bei Enthaltung Grüne die Annahme empfohlen. Ich bitte, mit dem Namensaufruf zu beginnen. Herr Dr. Wolfgang Albers, Herr Dr. Turgut Altug, Herr Dr. Michael Arndt, Frau Sabine Bangert, Herr Andreas Baum, Frau Shannan Bayram, Frau Franziska Becker, Herr Dirk Behrendt, Frau Brigitte Lange, Herr Joschka Langenbrink, Herr Christopher Lauer, Herr Dr. Klaus Lederer, Herr Rainer Michael Lehmann, Herr Dr. Uwe Lehmann-Brauns, Herr Stefan Lenz, Frau Katrin Lomscher. Frau Hildegard Bentele, Herr Thomas Bürg, Frau Carola Blum, Herr Wolfgang Brauer, Herr Michael Braun, Herr Matthias Brauner, Frau Elke Breitenbach, Herr Daniel Buchholz. Herr Alex Lubawinski, Herr Joachim Luchterhand, Herr Dr. Gottfried Ludewig, Frau Nicole Ludwig, Herr Benedikt Lux, Herr Philipp Magalski, Frau Jutta Matuschek, Herr Pavel Mayer, Herr Dennis Buchner, Frau Marianne Burkhardt-Eulitz, Herr Gerwald Klaus Brunner, Herr Mario Czaja, Frau Dr. Ina Ciborra, Herr Martin Delius, Herr Michael Dietmann, Herr Uwe Döring, Herr Heiko Melzer, Frau Katrin Möller, Herr Harald Moritz, Herr Alexander Morlang, Herr Michael Müller, Herr Karl-Heinz Nolte, Herr Lars Oberg, Herr Ilkin Öcsesik, Herr Burkhard Dregger, Herr Björn Eggert, Herr Joachim Esser, Herr Stefan Evers, Frau Kirsten Flesch, Herr Michael Freiberg, Herr Denny Freimark, Herr Oliver Friederizzi, Herr Erol Özkaracza, Herr Ajibola Olalovu, Frau Liane Ollich, Herr Andreas Otto, Frau Marion Platter, Frau Ramona Popp, Herr Wolfram Pries, Frau Ilka Radziwill, Herr Dr. Michael Gama, Frau Silke Gebel, Herr Stefan Gelbhaar, Herr Christian Goini, Herr Florian Graf, Frau Susanne Graf, Herr Andreas Gram, Frau Burgunde Grosse, Herr Fabio Reinhardt, Frau Stefanie Remlinger, Herr Sven Rissmann, Herr Raed Saleh, Herr Robert Schadach, Herr Michael Schäfer, Herr Carsten Schatz, Frau Sandra Scheres, Frau Claudia Hämmerling, Frau Karin Halsch, Frau Renate Harrand, Herr Dr. Hans-Christian Hausmann, Frau Ellen Hausdörfer, Herr Dr. Manuel Heide, Herr Sven Heinemann, Herr Frank Henkel, Frau Anja Schill-Hanek, Herr Stefan Schlede, Frau Katrin Schmidtberger, Frau Dr. Manuela Schmidt,
Herr Thorsten Schneider, Herr Tom Schreiber, Herr Oliver Schrovenegger, Herr Jakob Schulze-Berndt. Herr Heiko Herberg, Herr Alexander Herrmann, Frau Clara Herrmann, Frau Dr. Gabriele Hiller, Herr Oliver Höfinghoff, Herr Thomas Isenberg, Herr Frank Jahnke, Herr Andy Jauch, Herr Notka Schweikart, Frau Cornelia Seibelt, Herr Roman Simon, Frau Efrim Sommer, Herr Alexander Spieß, Frau Iris Spranger, Herr Dirk Stettner, Herr Jörg Ströter, Herr Dr. Robin Junke, Herr Claudio Jupe, Frau Dr. Susanne Kahlefeld, Frau Antje Karpek, Herr Thorsten Kage, Herr Nikolaus Carsten, Frau Dr. Susanne Kitschun, Frau Regina Kittler, Herr Hakan Tasch, Frau Monika Tamm, Herr Heiko Thomas, Herr Peter Trapp, Herr Frederik Vereiken, Frau Jasenka Wilbrandt, Frau Katrin Vogel, Herr Kurt Wanzner, Herr Markus Klär, Frau Irene Köhne, Herr Dr. Gregor Kölsch, Frau Anja Kofbinger, Herr Sven Kohlmeier, Frau Dilek Kohlert, Herr Dr. Nils Korte, Frau Heidi Kosche, Herr Dr. Simon Weiß, Frau Dr. Clara West, Herr Ralf Wieland, Frau Bruni Wildenhain-Lauterbach, Herr Harald Wolf, Herr Udo Wolf, Herr Tim Christopher Zehlen, Herr Steffen Zillig, Herr Frank Zimmermann, Herr Simon Kowalewski, Herr Ole Kreins, Herr Joachim Krüger, Herr Andreas Kugler,
So, ich bitte auch das Präsidium nicht zu vergessen. Die sind ja alle aufgerufen. Ach, die sind alle aufgerufen worden. So. Hatten alle anwesenden Mitglieder des Hauses die Möglichkeit abzustimmen? Noch nicht? Dann bitte ich das jetzt auch. Ja, Herr Kollege, aber flott jetzt. Ja. Brauchen Sie noch einen Tipp? Nö. Präsidium hat auch alles wählen können. Okay. So, ich frage nochmal, hatten alle Mitglieder des Hauses die Möglichkeit abzustimmen? Dann ist das der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Präsidiumsmitglieder, die Auszählung vorzunehmen. Für die Dauer der Auszählung wird die Sitzung unterbrochen. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte wieder die Plätze einzunehmen. Ich teile Ihnen mit, dass das Ergebnis. Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Vorlage zur Beschlussfassung Drucksache 17/2456. Abgegebene Stimmen 135, davon eine ungültig. Mit Ja stimmten 79, mit Nein 34, 21 Enthaltungen. Damit ist der Bebauungsplan beschlossen. Meine Damen und Herren, das war die heutige Tagesordnung. Die nächste, die 71. Sitzung, findet am Donnerstag, den 12. November 2015 um 11 Uhr statt. Die Sitzung ist geschlossen. Ich darf Ihnen allen einen guten Heimweg wünschen.